gesagt, der hätte eine gescheite Bauerntochter heiraten sollen. Aber bei einer aus der Stadt, da hat man sich das doch gleich nicht gekümmert. So eine aus der Stadt, die hat da überhaupt nichts für eine Bauernarbeit. Aber ehrlich? Gehen tut's halt auch an die Bäuerinnen. Ja, schau, ob es bei uns ist. Jede möchte in der Stadt arbeiten. Der Franz sagt, dass sie in 10 Jahren nur mehr halb so viel abgeben wird. Höchstens, sagt der Franz. Ja, was soll denn das? Grüß dich, Gott. Ja, brauchen wir jetzt auf dem Land auch schon so eine Plastikmilch? Ja, fragt die Kramerin, die hat's gescheit. Man möcht's nicht glauben, aber es ist so. Wir liefern die Milch in die Stadt und im Papadeckel drin kommt's wieder. Das ist doch für mich ein Kass. Aber ehrlich. Aber es ist ja schon so weit, dass die Bauern gar nicht mehr gern die Milch an die Privatleute verkaufen. Ja, logisch, Frau Palmer, gell? Wenn ich da jetzt jeden Tag 2 Liter Milch verkaufe, dann fällt's mir bei der Milch, die ich an die Molkerei verkaufe. Na, 2 Liter brauche ich auch nicht. Das ist wurscht. Jeder Liter, der fällt, ist zu wenig. Ah, gell, Frau Palmer, die Zeiten ändern sich. In die Sang bist früher mit deiner Gas nicht gekommen, gell? Also, ich hätte eine Gasmühle nicht saufen können. Ich hätte mich speien müssen. Also, ich muss jetzt gehen, wiedersehen. Ab für die Gott, Frau Palmer. Die haben auch nur die Flüchtlinge gesoffen. Es war halt früher eine Flüchtlingsmilch. Ja, eine Gasmühle schmeckt halt anders als eine Kuh. Das sowieso. Servus, Frau Palmer. Wie geht's dir denn? Besser wie dir, Häusler, weil ich Arbeit hab. Wenn's dir vielleicht Bier trinken ist, keine Arbeit. Das kann man nicht übernehmen. Ja, ich sag's immer, ihr Preisten habt keine Ahnung von der Arbeit. Wirtschaft! Wirtschaft! Wir haben da noch zu? Für mich hat keine Wirtschaft niemals zu, verstehst du? Sakrament, noch einmal aber auf. Jeden Tag habe ich da den Sauerstall. Jeden Tag das Gleiche. Nichts fällt auf in die Ferne. Die Ernte muss losgehen, so wie. Eine Arbeit brauchen sie, ne? Das ist gleich ausgesoffen. Ach, du Nöschen, vergrößt du, wie du Nöschen. Du meinst auch, die Regner sind geppert nicht. Noch dazu, ohne dass du nass wirst. Sauf lieber, anstatt dass du Vorträge hast. Ja, das lassen wir nicht zweimal schaffen. Das ist alles schon einmal bezahlt. Nicht, dass du es nur einmal Zeug kriegst, auf das Haus. Ja, das ist schon wieder löschen, Häusler. Immer und ewig und schon von Haus aus. Der Häusler darf schon ganz allein eine Feuerwehr ausmachen. Ja, aber nur im Löschen. Bring mir eine schnelle halbe. Mir auch. Ich sag immer, wir brauchen keine Feuerwehr. Ja, weil wir mit Bier löschen. Und der Scheiß hier für Feuerwehr. Die Breitbauer haben ihre Feuerwehr haben wollen, jetzt soll ein Staat sein. Eine Ortsfeuerwehr hat gar nie keinen Wert nicht. Nie! Wenn man so redet, dass man sagt, dass überhaupt eine Feuerwehr da ist, dann ist eine Feuerwehr schon für was gut. Ja, weil, wenn's mal wo bringt. Was dann sowieso? Ja, das werden wir halt immer wüssten, wenn's brennt. Ja, und wo? Ich sag das, Martha, das ist bei uns dasselbe. Unser Seppel, der sagt halt mit seinen 12 Jahren schon, dass er sich mit einer Bauernarbeit mal nicht abhängt. Mit 12 war so einer überhaupt nichts. Ah, Fernfahrer möchte er werden. Und wenn die anderen einen Beruf lernen, dann ist es aus mit dem Sagerhof. In deinem Alter brauchst du da noch nichts reden. Der Franz hat schon gesagt, am liebsten darf er sich auf Stier spezialisieren. Weil da die Entwicklung hingeht auf das, dass sich einer spezialisiert. Da wird auch mehr geredet. Grüß dich Gott, Christine. Grüß Gott, Christine. Gott, die Milch kann ich gleich heim. Dann holst du beim Schmidt den Ladewagen. Lisa soll dir helfen, ich hab ja schon gesagt. Wie steht's mit dem Bartel? Schaut schlecht aus. Ich hab da so ein Gefühl für das. Die Doktor sagen einem nichts, die sagen einem nicht, was los ist. Keiner sagt einem nichts. Das merke ich, wenn einer sterben muss. Ich sag, der Bartel, sag ich, der hat den Tod schon auf dem Gesicht, weil ich für sowas ein Gefühl hab. Tod auf dem Gesicht, das heißt nichts. Nichts heißt das gar nichts. Für den Meiringer Bauern von Breitbach, für den haben sie einen Sarg schon bestellt gehabt. Ja, und heute sauft er wieder für 3. Jetzt am Bartel wieder besser, Christine. Und besser mag ich gar nichts sagen. Schlecht steht's. Ja, warte nur, der wird schon wieder. So schnell stirbt der Bauer nicht. Ja, wo, ein Bauer nicht. So ist, wie der Geier sagt. Und der Bartel hat eine gesunde Natur, hat der Bartel. Ein 14er Schlüssel. Meinst du nicht, dass 80 Mark zu viel sind? Geh. Ich mein bloß. Gib mir den Uhrzeiger. Ja, Hubert. Guten Morgen. Ja? Waren Sie schon beim Schreiner? Ich hab noch keine Zeit gehabt. Das macht nichts, dann fährt mein Mann heute selbst vorbei. Das wäre mir recht. Wissen Sie, wir sind halt jetzt gerade dick drin. Und wann kommt der Elektriker? Nächste Woche, sagt er. Aha. Ist halt allebei viel Arbeit. Fahren Sie zum Reiten? Ja.
Fallen zwei nicht runter, gell? Mein Bär, der ist immer frech, gell? Meiner auch. Auf Wiedersehen. 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 Holzvertäfelung. Was das kostet? Naja, die haben sie ja. Ein Helferschlüssel. Was werden die nachher haben im Monat als Zahnarzt? Der? 5.000 bis 10.000 schon. Ich hab's ja gleich gesagt, wir hätten 100 verlangen sollen. Der Geier verlangt 50. Der Geier? Bin ich vielleicht der Geier? Ich sag, uns schenkt da keiner nichts. Und wo's Geld ist, da sollen wir's holen. Wo denn sonst? 100 war schon zu viel. Geh. Aber bleib's nicht im Dorf um Land. Das geht nirgendwo so, was wir für die Zimmer verlangen. Da kommt einer. Ich glaube, das ist der wegen dem Grund. Servus! Ich komm gleich wieder her, wenn man gerade keine Zeit hat. Ich darf den Grund nicht hergeben. Da regen sich da bloß alle auf. Das werden ja schon wissen, was ich tue und was ich tue, tue ich. Wie geht's euch alle? Nicht so gut wie einer. Ich hab mir gedacht, ich schau noch mal vorbei. Das ist recht. Hast du es gesehen? Da ist schon wieder der von der Brotfabrik. Da war ja vom Josef einen Grund gehabt. Im Moos unten, gell? Was brauchen wir da? Brotfabrik, das möchte ich wissen. Grüß dich Gott, Rosa. Grüß dich. Hi. Grüß dich Gott. Habt ihr Besuch? Abo, ein Vertreter. Ach so. Habt ihr vielleicht schon was zum Einpreschen? Abo, her denn. Aber herrichten muss man halt alles, weil ja dauernd was kaputt geht. So was macht der Franz alles selber? Alles kann man halt auch nicht selber machen. Für dich. Für dich Gott, Rosa. Jetzt bei uns jeder einen Grund verkauft, dann haben wir bald die Stadt auf dem Land. Dorf bleibt Dorf und Bauernstand bleibt Bauernstand. Da kann der Josef verkaufen, was er will. Das ist ein Kreuz, sag ich. Es ist wahr, ein Kreuz ist. Wenn du mich fragst, dann ist jeder Bauer blöd, wenn er nicht seinen ganzen Scheißdreck verkauft und privatisiert, verstehst du? Das ist ein Arsch, Mann. Ohne Landwirtschaft geht's auch nicht. Landwirtschaft? Das ist vielleicht eine Landwirtschaft und jeder Depp mit drei Viechern und ein paar Hektar Grund umeinander wäre. Jetzt haben wir sowieso bei der Industrie da, wenn der Josef an die Brotfabrik verkauft. Ja, verkauft nicht, das sagt er. Weil sonst die Bauern aufs Dorf steigen. Eine Industrie war recht, dann hat er auch eine Fabrik, verstehst? Und wenn die Bauern auch in die Fabrik gingen, die kleinen wenigstens, dann brauchen wir das Gastarbeiterzeichen nicht. Dann du heim, Italien. Nix hier arbeiten, Italien arbeiten. Dann deutscher Mann, deutsche Arbeit. Arbeit für die Sense, verstehst? Die Arbeit wie du. Was verstehst denn du von der Arbeit, du Hintergarschloch? Ja, hol mir ein Bier. Wenn der Flughafen mal da ist, gibt's sowieso eine Arbeit. Bleibt denn gar keiner her? Was? Logisch kommt der her. Die was meinst du, ob sie es weder halten? Das weiß schon, wenn sie sich halten tat, dann könnte man vielleicht die Woche noch mehr dreschen. Und schaut schon aus, wie wenn sie es halten denn. Wie ist, meinst du, dass der Franz bei uns den Mähdrescher fahren kann, jetzt wo der Bartl im Kopf ist? Ich jetzt doch bloß das drum, dass er fremd sagt, so blöd sind die Waren, dass meiner, dass irgendwer was in die Landluft scheißt. Spieler die Weiber aus Minger. Es sind hier in die Landluft auch nichts mehr. Wir Fremdenverkehr haben ja sowieso viel zu wenig Attraktionen, oder? Da und ohne der Schlaffer. Ein Kommunisten haben wir, ist das nichts? Wir Deppen. Du bist jetzt vielleicht kein Kommunist. Dann weißt du, was ein Kommunist ist. Du nimmst dich. Hopp, hopp, Antonio. Arbeiten! Ist lassen! Also, ich komm dann halt mal vorbei wegen dem, ob der Franz bei uns fährt. Hört euch gut beieinander. Für dich gut, Christine. Den kann auch der Farmer, wenn der Bartl stirbt. Sowas soll gar nicht wahr sein dürfen. Da macht doch unser Herrgott einen Fehler, wenn einfach gesunde Leute so wegsterben, direkt vor der Ernte. Also wenn einer im Winter nicht genauso sterben könnte. Und wenn man es genau nimmt, dann weißt du gleich besser, wenn der Simon sterben wird. Oder der sowieso ein halber der Depp ist. Richtig. Was gesund ist, stirbt. Und was blöd ist, lebt. Aber wir sollen beten, gell? Der Bartl wird sterben müssen. Da gibt's nichts gegen Krebs. Wie es der Teufel hat. Ich brauche noch ein bisschen was, da komme ich gleich mit. Ja, das ist schon so ein Schicksal, das Schicksal von der Christine. Wie wenn einer mit einem halbdepperten Bull nicht schon gestraft nur war. Die Pappartikel, ich stehe da her. Ja, steh ich nur wieder. Ein Kreuz ist es halt, das Leben. Wer kauft denn die überhaupt? Siedler, Städterer, die Kriege, die halt zum Krieg zum Reiten kommen. Was wird dir jetzt eigentlich Bandnudeln? Bandnudeln. Und ein Salz? Ein Salz. Und Rollmöps. Da sind drei Stück drin. Ja, gibst mir die. Ja, ich glaube, das wär's. Ich weiß noch, wie es die Rollmaps noch einzeln gegeben hat. Es ist vorbei. Alles ist jetzt modern. Und dann tut man sich oft, was Scheiß gibt. Ja, aber nichts gegen so einen frühen Tod. Da ist der Mensch machtlos dagegen, dass der Mensch stirbt. 3x4.
Ich sag's, wie es ist. Christine, da baumt man. Und von der Hure kann man ja auch nichts verlangen. Eine Hure ist eine Hure und bleibt eine Hure. Ja, die Lisa, eine Hure, wie die Mutter eine war. Schlimmer sogar. Wenn die wissen tat, was sie gehört, dann tat sie sich nicht so aufführen. Ich muss doch froh sein, dass der Bartl damals nicht zum Teufel gehabt hat, wie ihre Mutter gestorben ist. Aber ich hab's der Christine oft gesagt. Ihr seid viel zu gut, hab ich gesagt. Weil wenn eine direkt von der Mutter auf die Hure abgerichtet wird, dann hört der Spaß auf. Gib mir ein neues Stück an Butter. Stück Butter, 2,10 Mark. Wenigstens hilft es in der Landwirtschaft. Na, das ist ja dann doch schon das Mindeste, ist das, oder? Ja, freilich. Ich sag, die gehört raus. Weil eine Hure braucht man nicht im Dorf. Und das freilich nicht. Und das ist doch alles nur, weil wir damals die Flüchtlinge haben aufnehmen müssen. Da ist so ein Zeugs, wie der Lisa ihre Mutter daherkommen. Na, der ja Mutter war wenigstens nur eine arme Hure. Aber wenn so eine mit unseren Männern trägt, na, das gehört ja dann doch schon verboten. Die gehören alle raus und Lisa zuallererst. Unser Dorf muss ein Dorf bleiben. Ja, für was sagt, waren wir da anständig und katholisch, wenn andere bei uns da erkennen, was wollen? In einem normalen Dorf, da tut ja der Pfarrer was für den Anstand, aber den gibt's ja schon fast nicht mehr. Also, Kramerin, für die Gott dann. Für die Gott, Aresi. Unser Einer kann ja gar nicht sterben, weil ohne Grab, ohne alles, verstehst du? Na, du warst schon wieder beim Pfarrer. Ja, gestern. Nein, vorgestern. Wenn du Wirtschaftsdienst was essen möchtest, und? Brauchst du 3 Stunden Mittag. Das ist keine Wirtschaft, das ist nix. Solange kein neuer Friedhof da ist, sagt er, geht nix. Ein gescheiter Wirt gehört her. Nur für Familien. Kein Essen, kein Bier, nix. Und ich bin keine Familie. Nein, ein Mensch, der keine Familie ist, sagt er, geht nix mit einem Grab. Nix. Überhaupt nix. Was? Also mir war das wurscht, was nach mir ist. Du redest gleich, weil du ein Grab hast. Ein Schmarrn hab ich. Ein Hunger hab ich und wir. Ich hab Hunger. Du wirst es da warten. So war's ein Grab, wenn du sowieso top bist. Ich möchte mal wissen, wo ich hingehört ist. Ich möchte wissen, wie es tut. Dann möchte ich es aber schön haben. Weil wenn ich schon top bin, dann möchte ich es wenigstens schön haben. Na ja, jetzt stirb erst einmal und dann red von einem Grab. Ja, jeder Mensch hat ein Anrecht auf ein Grab. Ja. Nächste Woche geht ihr sauber rauchen. Was ist mit dir vom Reiser? Nix, sagt er. Ja, dich habe ich immer eine Sau. Vielleicht gebe ich dir dem Reiser seine. Was ist das mit dem Essen? Geht doch heute noch was. Immer mit der Ruhe. Kommt alles. Nach meinem Dafürhalten solltest du Arbeiter in der Wirtschaft gar nicht einlassen. Wo die Viehhändler allein und der Wirt auch nicht leben. Ja, Arbeiter sein, das geht ja noch. Aber Blödsinn und der Kommunist, die sind natürlich schon zu viel. Du bist ja gar nichts. Kein Arbeiter, kein Bauer, bloß ein Arschloch. Herr Jud ist ja sonst nichts. Hey, du? Bist du der von der Brotfabrik? Ja, warum? Weil sitzt ihr halt her zu uns. Oder redest du mit denen nicht, die wo keinen Grund haben? Ich red mit denen jeden. Gibt der Huber Josef was her? Wir sind uns noch nicht ganz einig. Da kann ich noch nichts sagen. Das gute Herr, was trinken wir denn? Ein Bier? Was gibt's denn zum Essen? Ein Schweinsbraten, Sauerbraten, Kotelett, Ripperl, Würstel. Gib's mir ein Schweinsbraten, aber ja. Mager. Und ein Bier. Ja, und ein Bier. Sieh her, wie ist das da mit der Brotfabrik? Kommt die da her noch, König? Na, noch haben wir keinen Grund. Aber bei den Bauern da, da kriegt ihr auch keinen Grund. Die gehen lieber ein, wie dass sie was verkaufen. Weil, ja, das müssen sie wissen. Unsere Bauern sind viel blöd. Red mit dem nicht, das ist ein Kommunist. Wenn es nach dem geht, dann ist nur der Arbeiter was wert. Alle anderen sind blöd, bloß ihr nicht. Was verstehst denn du, du Blöder? Du profitierst doch von den Bauern, ihrer Blödheit, oder? Wenn ich wert, dann red. Mit eurer Blöderei schmeckt ihr mir direkt das Essen nicht mehr. Lass ihn doch den Viehhandler, den Windigen. Arbeiter, wo schon her? Und ist dem Antonius ein Arsch lieber für dein Viehhandler zu sich. Prost, Antonio. So, Mahlzeit, lassen Sie nicht den Appetit verderben. Nein. Und ihr brecht es ja nicht zueinander. Was sagst du her? Wenn er nicht katholisch ist, dann hat er doch ein Anrecht auf den Grab, oder? Ja, halt auf. Die werden schon mal hingerammt. Kann man übrigens wer sagen, wo da der Bauer Xaver Leierer wohnt? Ja, gleich dort, Straßen auf, der dritte Hof. Er verkauft nichts. Warum? Wollen Sie was kaufen von dem? Reden will ich halt mit ihm. Er muss aufs Leben. Oder er verhurt. Ja, schon lange nicht mehr der. Ja, den lasse ich ans Geld schon gar nicht mehr hin. Aber was das Hofversaufen anbelangt, da meine ich, hat der Bursch auch was zu mitten drin. Ja, Schmarrn. Oder er? Weil wenn er nicht katholisch ist, geht er vorher noch. Nein. Hey,
spinnst du? Servus, Rosi. Was fällt dir denn? Nix. Servus, Bert. Wo gehst du denn hin? Zum Fred reiten. Zum Reiten? Kann alles gut? Das Reiten mal. Der Reitlehrer ist, dann wer das ruhig kennen. Was? Depp. So, das darf denn? Okay, spinn doch nicht. Und was sagt der Sigi dazu? Ich bin ich und da kann ich da, was ich mag. Komm, steig auf, ich fahr dich rauf zum Fred. Ja, ja, das Reiten. Das ist schon wichtig, das Reiten. Das ist schon wichtig für einen, dass einer das Reiten kann. Was da du weit zusammen denkst. Also, was ist? Fährst du jetzt mit auf den Burschenausflug oder nicht? Dann schreibe ich dich gleich auf. Zu was soll denn da mitfahren? Zu was ist es halt? Geh, warum? Kannst du da mitfahren, einmal im Jahr? Ist ja wurscht, ob du mitfährst oder nicht. Ich will gleich davon bleiben, wenn es wurscht ist. Der Bert, der Spinner. Und Rosi? Ja. Die muss jetzt auch zum Reiten, die. Ja, warum nicht? Sag mal, bist du vielleicht so blöd, dass du meinst, dass du zwingst im Reiten zum Fred ging und da blick ich schon lang durch. Ja, und? Das ist auch mir wurscht. Aha, seit wann denn? Ich hab mir gedacht, du stehst auf die Rosi. Ah, wo schon lang nicht mehr. Ja, so, das hab ich natürlich nicht gewusst. Also, was ist, wenn du im Burschenverein bist, kannst du einmal im Jahr mitfahren. Das ist doch ein Gaudi. Von mir aus fahr ich halt mit, weil sonst das ganze Jahr nicht wegkomme. Wo fahren wir denn überhaupt hin? Das steht noch nicht fest. Aber wenn man sich genau überlegt, das ist eigentlich auch wurscht. Grüß Gott, ist das der Hof vom Bauer Xaver Leierer? Ja, warum? Ist der Bauer da? Ja, ist drin. Aha. Sind Sie der Sohn? Ja, warum? Ab, nur so. Dann schau ich mal rein zu hören. Dann müssen Sie aber laut schreien, der schlaft meistens um die Zeit. Ist schon recht. So, wie kennst du den? Nein. Also, ich fahr dann. Was machst du denn heute ab Nacht? Nix wahrscheinlich, vielleicht, dass ich zum Wirt gehe. Also, servus. Servus. Sie mir nicht dran unterrichtet? Ja. Herr Pfarrer, wann spielen Sie mit uns wieder Fußball? Wenn ich wieder mal Zeit habe. Wann ist denn das nächste Schülertraining? Am Donnerstag. Ja, dann komme ich vielleicht vorbei, gell? Also dann tut's fleißig trainieren, Bob. Bitte euch Gott. Hallo Hans. Grüß Gott, ja, was wollt ihr denn hier bei mir? Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott, Herr Lehrer. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott, Herr Lehrer. Grüß Gott, Messner. Grüß Gott, Messner. Ja, was sagen Sie jetzt dazu? Ein Mordstrumpf Fischmeier kriegt unser Pfarrer jetzt, gell? Da wird schon groß genug sein, oder? Angeln bist ja nicht drin. Oder Krokodile züchten. Ja, was weißt du, was mir noch alles einfällt? Aber genau, da ist unser Pfarrer sozusagen unberechenbar in sowas, gell? Also sag's noch, Wesner, wenn du was brauchst, gell? Ja, Herr Pfarrer. Seit Jahren wollte ich schon so einen Goldfischteich haben und jetzt habe ich mich endlich dazu aufgerafft. Aber was führt euch zu mir? Ja, Hans, wir brauchen wieder mal deine Hilfe. Das heißt, wir müssen wieder einmal gemeinsame Sache machen. Es geht um das Jugendzentrum im Reiserhof. Aha. Findet die Versammlung heute statt? Ja, und deswegen sind wir hier. Du musst unbedingt deinen Pfarrgemeinderat zusammentrommeln und zur Versammlung kommen. Und die Finanzen? Ich habe von Regensburg Antwort bekommen. Die sind mit unserem Plan grundsätzlich einverstanden, schreiben sie. Aber zahlen wollen sie nichts, gell? Na, so ungefähr. Wir sollen mit den kommunalen Einrichtungen zusammenarbeiten. Den Grund sollen wir verpachten. Mhm. Ja. Was wollt ihr jetzt machen? Ja, also das ist, wenn ich das mal sagen darf, als Vorstand des FC Breitbach wäre ich an einem kleinen Sportzentrum interessiert. Als Wintertrainingsplatz könnte man die Scheune umbauen. Ja, der Egon könnte den Sportplatz vor dem Haus auch gut gebrauchen. Ich meine, uns geht es vor allem darum, dass endlich einmal was für die Jugend getan wird. Sonst gibt es in ein paar Jahren keine Landjugend mehr. Ja, das war. Also der schaufelt und schaufelt, der hebt mir eine richtige Baugrube aus für das kleine Becken. Mesner? Ja, Herr Pfarrer? Ist das nicht schon tief genug? Aber ein bisschen Luft musst du ja haben, dass wir mit dem Abfluss hinkommen. Ach so, ja, dann ist schon recht. Hol dir doch bei der Maria ein Bier. Wollt ihr auch was trinken? Ja, nein, danke. Wollen wir uns nicht ein bisschen setzen? Ja, gern. Es ist ja ein Glück, dass der Egon alle möglichen Beziehungen hat. 15 Jahre Lokalpolitiker. Da kennt man so ziemlich alles, was wichtig ist. Also, es ist kurz gesagt so, dass ich erstens über die Schule, zweitens über den Kreisrat, drittens über die Junge Union Gelder locker machen kann, sofern sich eine Zusammenarbeit ergibt. Regensburg sagt ja dazu. Es ist gut, wenn wir Werkvolk, Fahrjugend, Fußball und nicht organisierte Jugendliche unter einen Hut kriegen. Ja, freilich, natürlich. Eins möchte ich dazu noch sagen. Ich überlege.
Was überlegst du? Ich überlege, ob ich mir nicht doch ein größeres Bassin kaufen hätte sollen, weil... Entschuldige, das hat natürlich jetzt gar nichts mit eurem Anliegen zu tun. Mesner! Ja, Pfarrer? Was meinst denn du, wie viel Goldfisch können wir denn da reintun in das Becken? Ja, einen ganzen Haufen. Die Frage ist halt, ob sie sich da noch rühren können. Ja, wir müssen wieder gehen. Sag was, was meinst du zu unserem Plan? Weil, wir brauchen deine Unterstützung, verstehst du? Ich meine, dass ihr zwei das ganz recht macht. Und ich möchte sagen, Schau, Franz, das weißt du ja, dass du in solchen Sachen sozusagen schon über meine Pfarrei verfügen kannst. Und meine Unterstützung, die hast du doch sowieso. Verfügen ist gut, noch ist ja mit dem Zusammenlegen nichts heraus. Also, so wie ich die Sache sehe, ist doch das ganz klar, dass die Pfarreien zusammenlegen. Der kleine Pfarrei ist doch heutzutage einfach nicht mehr rentabel. Na, Franz. Lass nur, du wirst schon mein Nachfolger. Ja, warten wir es ab. Ich habe nichts, was ich mit Schwarz auf Weiß habe. Aber ich freue mich, dass du uns unterstützen willst. Hauptsache ist, du kommst mit deinen Leuten zur Versammlung, damit von vornherein klar ist, dass wir gemeinsame Sache machen. Ja, ich komme, ich schicke gleich die Maria los zum Einsagen. Ja, also dann gehen wir wieder. Wir müssen noch mit dem Bürgermeister reden. Auf Wiedersehen, Herr Pfarrer. Wiedersehen. Nachbegleiten brauche ich euch ja nicht, gell? Ich habe noch mit meiner Fischzucht zu tun. Wiedersehen. Mesner? Ja, Herr Pfarrer? Soll ich dir von der Maria eine Brotzeit bringen lassen? Ja, das wäre schon recht. Aha. Scheiß Goldfisch, Verrückte. Da greift gut sich fix Sacramento und weiß, wie ich den alles so machen. Merkel, ich bin ja schon da. Ja, du Blut. Gut sich fix ist ja wahr, ja, aber mich bleib mit dem seinem scheiß Ladewagen. Vollmacht. Ja, sowieso. Leg mich du bloß am Arsch mit deinem Saukorn. Am Arsch leg mich damit, ich sag dir. Geht auf, ist schon gut dann. Geht auf uns. Sag dir aber, ob der Bein mit mir aus. Nichts mehr so aus. Scheiß Wimpel, kann dein Scheißtrick woanders aus. Der Arsch, der mag's ja selber nicht. Aber ehrlich. Jetzt sag, ob das keine geile Maschine ist. Übergeil für 300 Mark. Glatt und der Preis einkandeln. Ja, Hirn brauchst du halt. Du, frag mal den alten Deppen da drin, ob er nicht einen scheiß 15er Schlüssel hat. Und einen Lappen. Da. Ja, ja. Hast du die zwei Stangen schon angespart? Also ich mag wetten, dass du von so einer Maschine null Ahnung hast. Wenn man da auch schon Ahnung braucht, was? Ja, einen Scheiß hast du. Brauch dich doch bloß anschauen, null Ahnung. Von mir aus nur wegen null Ahnung. Servus. Wann kaufst du jetzt eigentlich eine Maschine? Fällt's dir am Prüfer, oder was? Das Entegeld müsste halt da sein, das Entegeld. Versauft der, alter Lehrer. Scheiße. Geh, das sind wir aber nicht da. Alles versauft der. Den ganzen scheiß Bauernhof. Brauchst du bloß die Reiche anschauen, die der überhaupt gesagt. Das ist ernste Sache und die ist überhaupt nicht. Bayernhof, da geht überhaupt nichts mehr zusammen. Da blicke ich doch durch. Soll ich da vielleicht nicht durchblicken? Na und? Red da keinen Schmarrn. Wenn das kaufen und dann bei uns richten lassen, wenn nur der Schmied nichts verdient. Für die Trägerarbeit sind wir gut genug. Bitte zu einem halben da mit dem Scheißmann, hallo mal ab und sie fixen. Ist der heute wieder grantig? Wann ist denn der nicht grantig? Nur beim Schaffen nicht. Du, Josef, der Rudi ist in letzter Zeit so leicht grantig, weil er nicht weiß, wo sein Alter einen Gipsack gesehen hat. Na, vom Arbeiten nicht. Nein, du sagst du ihm, weil mir glaubt er ja nichts. Ihr spinnt ja ganz schön. Also, eine Blamage ist das schon, wenn sich einer beim Saufen herausbricht. Wie lange ist das eigentlich schon her? Na ja, 3-4 Wochen sowas, weil ich dabei war. Der Moser, der Lanz und ich haben mit dem Xari schon aufgekopft. Und der Xari hat ihn drum rausgehabt. Und wie er reinkommt vom Bieseln, sagt der Moser, Xari sagt er, magst du nicht deine Hosendiel zumachen? Nein, also hat er gesagt, Xari, lass deine Hosendiel nur auf. Weil wenn er da im Haus ist, dann sollen wir die Fenster aufmachen. So hat er gesagt. Genau, wenn er da im Haus ist, dann muss man die Fenster aufmachen. Und dann? Und dann sagt der Xari noch, dass wir alle blöde Hosenscheiße sind, dass der Mose überhaupt keinen hat. Aber wie es genau hergegangen ist mit dem Hexmanni, das war es eigentlich gar keiner. Auf jeden Fall muss der Xari mit dem Fuß auf den Tisch gehauen haben. Weil auf einmal war der Hex ab. Und wir haben alle gemeint, der Xari, der spinnt bloß wieder recht. Aber der Hex war tatsächlich ab. Ja, wie meinst jetzt du, wie das war? Mir ist das wurscht. Also, mir war das nicht wurscht, wenn sie mal wieder so auffindet. Ihr kümmert euch, da haben wir euch selber. Scheiß Ladewagen ist fertig. Ist schon recht. Der Gaudi war's halt sonst nix. Aber sei doch mal ehrlich, Rudi, das weiß doch jeder, dass der Xari den Hof versauft. Ich, wenn ich du wär,
Ich darf mir das nicht gefallen lassen. Aber das musst du ja selber wissen, was du tust. Servus. Servus. Servus, Pferd. Servus. Hab ich jetzt gelungen oder hab ich nicht gelungen? Du, hast du eigentlich keinen Pulver, dass du selber eine Maschine kaufst? Du hast im Winter auf dem Bau gearbeitet. Wo hast du denn das Geld? Dem Geld haben wir die Trompeten gekauft. Geh, weiß der alter Versuch voll. Das war er voll für mich. Ich nahe dir einen Geldbeutel reinscheißen. Aber wir, was für Jamming? Du, im Herbst, wenn ich einen Dreier hab, kannst du mir leicht die Maschine abkaufen. Die sind noch gut beieinander. So ein Freundschaftspreis, verstehst du? Und der Sound ist doch wirklich geil, oder? Hast du jetzt einmal fahren damit? Ich glaub, dass du schon ein bisschen spinnst. Da hast du mir einen Motor kaputt gemacht, du mit deinen Bauernbratzen. Lass dir dafür jetzt so gleich sauber die Hülle mit den Bauernbratzen. Für das sind die noch gut genug. Weil mit der Tour brauchst du da nicht kommen. Ja, so war's ja auch nicht gemeint. Weil ich hab die dicke Tour. Musst du vielleicht beweisen, nicht alle, wie den Scheißhof nicht mehr anbraut. Na, dann schmeißen doch mal hier den Dreck. Dann ist Sensi. Bei den Löhnen, die heute aufgezahlt werden, hast du gleich eine Stange Geld beieinander. Dann bist du ein freier Mensch. Bei den vorher haben wir auch schon oft überlegt. Ja, ja. Ich bin jetzt dann im Herbst ausgelernt hab. Du meinst, dass ich nur einen Strich unter 25 hab? Ich kriege jetzt schon über Tarif. Oh, halt den blöden Scheißkorn aus! Halt. Mit deinem Zeug willst du mir nicht blöd. Du bist nicht so blöd, Osinger. Sag mal, Leo, wo du dein scheiß Löck hast. Ich hab's schon immer gesagt. Ein Löschzug in der Gemeinde lang, weil es bei uns sowieso weniger wie fast nie brennt. 15 Jahre ist ja, dass Benzin brennt hat. Ja, also, du warst an der Feuerwehr. Nix! Ein Leszug, sag ich, ist in Grüning überhaupt nur da. Ja, wie kommst du denn auf den Kass? Weil sechs Leute haben sie eine Uniform. Tut sich fix noch einmal. Sechs Jacken und sechs Helme. Das leitet du mit deinem Kass. Such lieber die Karte, als du mit der Arbeit hergehst. Sechs Uniformen, das nützt da nichts. Ja, wie eine Feuerwehr da war, da ist nie gelöscht worden. Beim Zent ist damals alles runtergebrannt. So, dass es nie mitbringt. Zu was dann eine Feuerwehr? Mit der wissen. Zu nix. Habt zu nix. Eine Feuerwehr ist überhaupt durchaus nur da. Na, Herrgott, Sakrament noch einmal, tut sie fix. Da geht's jetzt auch ganz schön abwärts. Der Rudi war gerade beim Schmied. Der tut gerade so, wie wenn er das nicht wissen, dass mit dem Hof nichts mehr zusammengeht. Was soll er denn nur? Ich seine 19 Jahre kann er jetzt verlassen, dass er in der Klare schon gibt. Auf jeden Fall sage ich dir, dass ein Leierhof in einer 2 Jahren nicht mehr gibt. Weil das jetzt von Haus aus mit der Entwicklung auf das hinausgeht, dass sie so ein Zamperlhof nicht mehr halten kann. Das muss ja so kommen. Beim Grauser ist auch bald eine Ausgewirtschaft. Jetzt, wo der Bärbel wahrscheinlich stirbt. Mit der Lisa und dem Deppen kann sie nichts machen. Gar nichts. Die Christine gibt nicht so schnell auf. Ich kann's erwarten. Beim Leierer sowieso. Haben wir nicht vielleicht Arbeit genug? Schauen muss einer, dass er einen Grund zusammenkriegt. Ist doch logisch, dass der Leierer lieber mir den Grund gibt für die Industrie. Was war denn mit dem von der Brotfabrik heute? Wenn er das drum im Mesel vom Xari kriegt, dann kriegt er uns das auch. Bei uns kriegt er bloß, wenn er vom Leier sonst nicht kauft. Und wenn er meint, dass er mich bescheißen kann, dann rede ich im ganzen Dorf gegen die Industrie. Dann kann er sich anschauen. Aber red nichts. Das ist meine Sache. Ich red nicht. Was soll ich reden? Weiber. Brauchst du fragen, was Weiber reden? Was ist mit dem Bartel hängen? Die Christine war gestern mit dem Simon drin. Er kennt's nicht. Gehst nochmal rüber zu Christine und sagst, dass du was sagen soll, wenn sie was braucht. Du kannst es ja ins Krankenhaus fahren oder so. Sagst du es ihr, gell? Ja. Und du meinst, dass die Christine weitermacht mit dem Hof, wenn der Bartel stirbt? Die Christine schon, weil ich die kenne, die Christine. Ohne die Lisa kannst du nichts machen. Aber solange die da ist, macht's weiter. Dann musst du halt weg von da. Der Kuh gehört sowieso nicht daher. Der sagt mir, das geht so aus. Von selber geht die nicht. Das werden wir noch schon sehen. Da gibt's schon noch andere Mittel. Aber erst muss sowieso mal der Bartel sterben.
Also, gehst lieber zur Christine. Wenn's was braucht, wir helfen unseren Nachbarn, wenn wir da nicht so sind. Zu jeder Zeit lasse ich mich verbrennen, wenn ich tot bin, was das dann schon ist. Der Herr Pfarrer sagt, als er fragt, also verbrennen würde sich kein Katholik. Du meinst, dass da ein Unterschied ist zwischen einem Katholiken oder einem Protestanten oder einem Juden? Da wie gesagt, einer wieder andere. Es geht uns lediglich um das Stück gemäß. Ja, da kann ich Ihnen gar nichts sagen. Weil ich überhaupt noch nichts weiß. Warum wie das gibt dir dann der Fahrer kein Grab nicht, wenn er meint, dass du dich nicht verbrennen lassen sollst? Und wann glaubst du dann, dass wir sie entscheiden können? Lass uns halt eine Adresse da, ich rühr mich dann schon, wenn ich was weiß. Ich bin für dich, dass sich ja jeder verbrennen lassen soll. Weil das gibt er wenigstens Rechte. Und so einer weiß überhaupt nichts. Aber liebe Verkaufe, bevor hier ein Kolchose herkommt, was mir gehört, hat mir und keine anderen. Kann ich da vielleicht noch hin? Ja, selbstverständlich. Herr Wirt, nur ein Bier, bitteschön. Jetzt ist das schon, was in dem Gseife da investiert haben, das ganze Bier, meine ich. Ja, halt doch du denn mal, das warst doch bloß ich allein. Ja, die hat den komischsten Verhandlungspartner ausgesucht, meine ich, oder? Ja, dem hätten schon weit mitbringen müssen, da hätte er schon besser pariert. Ja, du bist doch der bläderste Hund von den vier anderen. Ein Grab! Mir war's wurscht, weil du nicht tot. Ah, die trifft jetzt so. Ist ein Grab! Ja, aber wenn du mal tot bist, dann hast du Angst, was? Verbrennen macht den wenigsten Träger. Zum Wohlsein. Übrigens, was ich fragen wollte, auf dem Graserhof ist da außerdem, ich weiß nicht, wie sagen Sie, außerdem. Sagen Sie nur Depp, wir sagen auch Depp. Den Meere wäre Depp, ist er nicht für Simon. Und der Vater liegt im Stern, habe ich gehört. Ja. Dann ist bloß mehr die Lisa auf dem Hof, die Matz. Die hat schon mal zwei Kinder an die eine verkauft, weil es keinen Vater nicht dafür hergebracht hat. So eine ist das. Kümmer dich du dumm, dein Scheißdreck. Und wer macht noch den Hof, wenn der Bauer stirbt? Dein Vater stirbt und du hockst da und kapierst nichts. Ja, jetzt sehen wir, das kapiert. Ja, ja, dem können sie jetzt bald den ganzen Hof auch Kaffee und Billy. Ja, hat eine Hure dazu, dann habt ihr eine Hure in eurer Profabrik. Das ist nichts. Also, Maschim, das ist gut für Sport und so. Aber wenn du dann Zahn halten willst, ist das schon scheiße. Wenn du einer mit einem Kante herkommt, das hält die Stange gerade ab. Also, ich darf mir nicht noch einen Weib richten, was mir für eine Maschine kaufen. Kennst du Brucker Rosal von Breitbach? Bei der war ich ganz dick drin. Zwei Monate. Und für was? Sowas vor einem geilen Weib schon. Ich hab ihr auch nichts fein lassen. Alles hab ich ihr erzählt. Bier, Tanzen, Kino, Frisalien, alles. Alles aus meiner Tasche. Und dann? Auf dem Volksfest in Dachau mag sich dann jeder so ein Stänzer an unseren Tisch setzen. Und hau furchtbare Sprichwörter. Und was sag ich? Sieh, die blöde Sau steht auf den Arsch. Weißt du, was hab ich gesagt? Dann spotzt dich doch ab und weg war's. Nur weil der Arsch einen BMW hat. Den sein scheiß 700er BMW, den hätte ich doch auch eingestaubt, dass der nur einmal einen Arsch gesehen hätte. Das kannst du glauben. Aber jetzt habe ich einen ersten Start. Melanie heißt's. 16 ist. Aber titten wir eine vom Film. Eine ganz geile Angelegenheit. Wie ist jetzt das eigentlich mit dir? Was soll ich sagen? Ich meine, ob du kein Weib bist. Brauch keinen. Hast du eigentlich schon mal eine gefegelt? Warum geht das dir was? Du hast mir doch dein ganzes Leben noch keine gefegelt. Sonst darfst du es doch sagen. Das sagt dir jeder. Ich rede über das nicht, weil es den Scheißtrick angeht. Machst du vielleicht für diesmal mit der Stadt drin arbeiten? Wir kannst du das doch sagen, oder? Weil einen Stoßzahn braucht ja jeder. Jetzt machst du aber Smile halten, sonst hänge ich das Kreuz aus, wenn ich das Sockgabe für die Weiber nicht interessiere. Na ja, reg dich doch nicht auf. Mir ist ja wurscht. Aber ich kann dir auch nicht zubringen. Wenn ich dir auf den Anfang gut ist. Bei der, was du lernst, was du leicht tust. Weißt du auch schon, was es zu lernen gibt, das weiß dir jeder, wie es geht. Mein Mann, aber die Feinheiten, die Raffinessen, das, was bei einem Menge, auf das, was geil sein, das ist wichtig. Auf was werden kann ich gerade geil sein? Das, was ihr halt gut tut. Für den Anfang ist Lisa genau richtig. Weil du bei dir leicht tust. Wieso? Was ist der erste? Ein sich fix auf für mich, das neue da mit einem Scheißkorn. Reg dich nicht auf, du Arsch, wir fahren ja so schon. Komm. Was denn du, wo ich meine Erfahrungen her hab? Grüß Gott, Herr Lehrer. Grüß Gott, Herr Pfarrer. Grüß Gott. Wie geht's? Geht schon. Heute Abend nach Breitenbach zum Burschentanz? Vielleicht. Ich nicht. Dann gehst du nicht gern zum Tanzen? Ich interessiere mich für sowas nicht. Geh, ein junger Mensch muss sich doch fürs Tanzen interessieren. Wir hätten euch gern mal mit euch geredet. Mit allen. Ja, also vielleicht sehen wir uns doch heute am Abend, oder? Ja.
Ja, vielleicht. Der Gott. Bis dann. Wiederschön. Der Gott. Was die schon wieder zum Reden haben, das möchte ich wissen. Du, Fred. Ja, was ist? Ach, nix. Sag halt, was ist denn? Dann meinst du bloß, dass ich neugierig bin. Okay, frag halt, wenn du was fragen willst. Sagst mir's ja doch nicht. Wenn du nicht sagst, was fragen willst, dann kann ich ja nichts sagen. So wichtig ist es auch nicht. Sagst du mir's jetzt? Nein, weil. Weil was, hä? Du bringst mir ganz durcheinander. Ehrlich? Ja, Menschenskind. Machst du das mit aller so, die wo bei dir reiten? Wolltest du mir das fragen? Nein, eigentlich nicht. Magst du das gern? Freilich schon, aber. Was aber? Nix. Nee, spinnst du? Komm, geh mit. Schön warm ist heute draußen. Ja. Du? Was? Jetzt möchte ich gern bauen. Geh jetzt, wo es schon dunkel ist. Geh, da ist erst schön am Oben. Wenn keiner mehr draußen ist am See. Da ist der Fritz Kaue. In der Nacht bauen, das mag ich. Wenn keiner sieht. Weißt du, was mir jetzt? Geh, fahren wir halt zum See. Ach, geh jetzt doch nicht. Das war aber jetzt schön. Ich weiß, was Schönes. Komm jetzt. Geh weiter, Breitbach. Scheiß Burschenball, das langweilt doch. Die Golden Boys spielen doch gut. Ach, scheiß auf die Golden Boys. Sollen wir kicken? Geh. Scheiß aufs Kicken. Wo ist denn überhaupt Rosi? Was fragst du denn mich? Hoppi, hoppi, Reiter, was? Du musst nicht das Reiten lernen. Das Reiten muss einer schon kennen. Aufs Reiten steht Rosi, oder? Arschlochblödes. Hoppi, hoppi, Reiter. Ihr seid vielleicht blöd. Ehrlich, wo ist denn Rosi? Ja, beim Fred, wenn ich's doch gesehen hab. Aha. Da geht's jetzt mit zum Tanzen. Ach, woher? Ich doch nicht. Aber ich kann den einfahren. Nein, danke schön, ich hab schon einen Chauffeur. Naja, dann halt nicht. Scheiß aufs Tanzen. Scheiß überhaupt auf alles. Ihr seid vielleicht was Langweiliges. Ja, wir sind auch keine Chauffeur. Der Sieg ist schon, aber der hat heute frei, weil heute das Reiten gefragt ist. Ach Gott, fällt dir nichts anderes ein. Bloß Reiten. Servus, ihr Langweiler. Die ist auch geschossen. Also soll man kicken? Na ja, dann kicken wir halt, geht sonst auch nichts zusammen. Ich sag das, wie es ist. Wenn der Bartl stirbt, dann braucht's dir erst recht. Allein mit dem Simon kannst du das nicht machen. Ja, ich bin da niemand. Nix. Nicht verwandt und nix. Ich hab da kein Recht auf nix. Wenn's mich wegschickt, muss ich gehen. Verwandt sein, das sagt oft gar nichts. Wenn einer einen braucht, das sagt was. Das ist mehr wie Recht auf was. Ja, das ist wahr. Allein mit dem Simon kannst du den Hof nicht machen. Ich mein, wenn der Bauer stirbt. Dass er stirbt, ist sowieso logisch. Steht ganz schlecht, haben sie telefoniert. Die Rosa ist mit der Christine. Ja, ich weiß schon. Ja, wie die nur nicht so stur war. Ne? Die kann das schönste Leben haben. Soll es doch verkaufen? Die verkauft doch nicht. Und wenn, dann muss ich erst recht gehen. Nicht unbedingt. Das kommt auf dich an. Warum? Weil sie drauf ankommt. Wem sie verkauft? Nicht. Sonst kann ich nicht denken. Willst du es kaufen, Ming? Aber wenn sie es hergibt schon. Ja, was soll ich dann? Was wird denn aus mir? Ich hab mir alles genau überlegt. Was? Wenn sie weitermachen will, dann braucht sie dich. Wenn du sagst, dass du gehst, dann muss sie verkaufen. Und wenn sie verkauft, dann kannst du das Wohnhaus, die alte Hütten behalten und du kannst den Hof bewirtschaften. Und das sagst du jetzt. Und wenn es der Rosa nicht passt, haust du mich raus. Ein Bauer bin ich noch ich. Dann müssen wir zusammenarbeiten. Eine Hand wascht die andere. Dann bist du Wirtschafterin. Hast dein festes Geld.
können die Leute auch nichts mehr über die reden. Ich mein, weil die Leute da in Greening eh nicht gern sehen. Ich tu niemand was. Naja, es passt halt den Weibern nicht, dass du an jeden hinlässt. Mach alles, was ich sag. Es ist das Beste für dich. Da bist du Wirtschafterin. Das ist was heutzutage. Da hast du es schön. Komm. Sei nicht zu mir. Ich brauch's. Unbedingt. Mach alles, was ich sag. Da bist du dann wie eine Bäuerin. Komm jetzt, hast du den Hals schon voll. Ja, lass das Lachmann. Nix, wenn es langer Suppe geht. Ja, danke, Herr Schnicker. Der Zahnergabel ist am Scheißhals reingeschlafen. Nein. Da ist ja schon wieder. Zahnergabel aus der Hosen, der hat's zugebracht. Jetzt machst du jetzt ein Hotel auf. Einen Morgen. Ein Puff macht der auf, so nix, bringen wir eine halbe. Ein Puff-Hotel mit Nutzen. Das war's. Na, du warst mit dem Puff. Dann hat die Nutten arbeitslos werden. Ein paar Minuten, sonst nix, alles oder nix. Ein Puff muss her, ein Puff mit Nutten. Fragst du, was den Grund an die Brotfabrik verkaufen, kannst du jeden Tag eine Nutten von München rausnehmen lassen. Aus Niebeck aus, jeden Tag? Das vertragt er dir nie. Obwohl das Schlechteste war es nicht, dann stirbt er schneller. Was sage ich? Da ist doch mit dir nichts mehr los. Alter, du bist mein Arbeiter. Kommunist? Schau, Herr Mürksauri. Du, ohne wie du es ja gar nicht wert, dass er Teufel stinkt. Ja, Kommunist stinkt von Haus aus, dass er es weißt. Nichts für Ungarksauri, Brot. Du, du stehst, da kommt der Puff mehr. Ich möchte es aus. Trinke, Tracke. Stehst? Wird Puff. Viel trinke, Tracke. Ich nichts trinke, Tracke. Deutsche Frau, nichts trinke, Tracke mit Antonio. Das braucht es auch nicht. Du trinke, Tracke Italien, Napoli, verstehst? Du nichts ganz schön drauf, trinke, Tracke. Bist du bei vielen genauso gehabt, bist du bei Kindern und was ist denn jetzt mit der Feuerwehr? Ja, nichts ist da gar nicht. Geht bei uns nichts zusammen. Feuerwehr ist heute zu schmalen. Da kommt der Löschtub, spritzt das Feuer rein und dann brennt mir das halbe Haus. Na, das ist ein Kass, ganz ihr Haus nur brennen. Spinnst du? Dann muss die Versicherung volle Summe aufpflastern, das ist es. Also wir drehen, dann müsste der Löschtub befreit machen, weit genug weg, oder? Warum? Ja. Wir brauchen keine Feuerwehr, weil sowieso nie brennt. Super. Die Feuerwehr, kein Hotel, kein Puff, kein Grab, nichts. Das war unheimlich schön mit dir. So schön war das noch mir. Ja, red nix. Mag aber was reden da noch. Was denn? Was nicht? Irgendwas. Dann sag mal, was du mich vorhin fragen wolltest. Nein. Nee, nee, doch nicht. Weil die Leute halt reden. Über mich? Ja. Was reden sie? Wegen deiner Frau. Weil du... Wann mit dir zu viel Geld gehabt hat. Geld allein macht's auch nicht. Wie war denn die? Schön? Frauen sind meistens schön. Was tun wir denn jetzt? Nix, was soll man tun? Fahren wir nach München in eine Bar. Okay, jetzt ist es schon voll spät. So spät auch noch nicht. Ruf mal die Gisela um, meine Freundin, vielleicht kommt sie mit. Ich bin aber voll zu müde. Warum? Da müssen wir uns ja umziehen und alles. Heute nicht. Anders mal, hm? Schade. Ja. Du? Was? Muss jetzt gehen. Warum bleibt er noch da? Nein. Ich muss gehen. Weil das fällt auf, wenn ich so lange bei dir bin. Das passt dann nicht mehr. Vielleicht doch.
Also, ich geh jetzt. Servus. Servus. Was magst du, kannst du da bleiben? Ich meine, wir können. Was? Ich weiß nicht. Dann geh. Servus. Servus, Rosi. Ja, aber mit blöd daheim, verstehst du? Auf, nur Bus, auf, ich zahle. Ja, aber mit blöd und du sagst da zusammen. Der Franz Bader, der kann morgen bei uns mehrdreschen, das geht schon. Ich hab's umgeschaut, hergekriegt hab ich alles. Nee, morgen ist Sonntag. Und? Scheiß mir nie um den Sonntag. Ja, auf den Sonntag kann man nicht schauen. Wenn's Wetter schön ist, muss man mehrdreschen. Hast du kapiert, schau ich. Nix da! Sonntag ist Sonntag und Werktag ist Werktag. Prost! Der Xari meint's nächste Woche mit der Hand. Jawohl! Mit der Hand meins! Nein, am Sonntag, Sakramit! Lehr nicht so als Arschloch! Der Mann ist halt mit dem Franz allein, ich brauch den nicht, das hat er keinen Wert. Mit dir kann man doch nicht reden, so was hören, verbrennst mir du. Du junger Blitzer! Kein Respekt vor eurem Vater! Kein Respekt! Halt doch du den Maul! Servus, der Kopf, den Wirte! Meinst du, dass dir der Rüdi noch länger mit deiner Bergwirtschafterei zuschaut? Blöd war er. In der Fabrik konnte er einen Haufen Geld verdienen. Wegen du dir so. Ein Rosleben ist er! Du bist doch der größte Depp, den ich kenne. Dann lässt du doch alle wieder an, was? Das ist das fünfte Stammglas in dem Jahr. Bitte. Nein, so hier ist der Xari. War ein Wunder, wenn ihm der Pune bald abhat, wie sich dir aufführt. Blöd bleibt blöd. Nimm's halt als das, was es ist, Graserin. Gottes Wille. Dankeschön, Herr Pfarrer. Das sagt sie leicht, Herr Pfarrer. Ja, mein Rosa, gegen Gottes Willen sind wir machtlos. Ja, leider. Also, darf er sein Graser. Warum denn nicht? In der Nacht ist keine Kirche. Warum bleibt man dann? Weil der Graser gestorben ist. Warum ist er gestorben? Weil er halt jetzt tot ist. Ist doch derselbe wie gestorben? Ja, freilich. Und was stirbst dann du? Weil ich halt alt bin. Wer läuft denn dann? Ein anderer. Wer? Ja, irgendwer. Wer irgendwer? Oh, halt's Maul, jetzt Herrschaftszeit noch mal, dumme Fragerei. Ich weiß, ich sonst niemand im Sterben ging. Da wird's wohl der Bartel sein. Mein Gott, der Bartel, der hergewirbt die ewige Ruhe. Und das ewige Dings, das ewige Licht leicht ihm heimbrust. Ja, der Bart mit der Christin schon, die arme Frau. Den ganzen Trumpf verloren. Ja, und den Depperten. Wo man sich bei dem auf nichts verlassen kann. Und der lebt und frisst und kostet Geld und hat keinen Wert. Sowas ist doch ungerecht. Ein Bauernhof hat der keinen Wert. Das ist wahr. So einer. Ein Bauer, ne? So einer. Ja, der kann ruhig sterben, der hat ja ein Grab. Leg uns doch mit deinem Grab am Arsch. Aber die Lisa ist noch da und die ist keine schlechte Bäuerin. Und sagt die Bäuerin wer? Nee, die ist doch eine. Die hat den Teufel im Bauch. Wenn's die Mist frisst. Kannst du nicht hinlassen? Die guten Finger sind nicht die ruhigsten. Das sollst du mit deinem Viechhandler hier schon wissen. Grüß dich, Uli. Ihr wisst es schon, gell? Wirt, ein Bier. Jetzt hast du direkt die Wahl. Entweder kaufst du Gseide, oder Christine. Du nur um einander spekulieren. Ja, wenn die Wahl hat, hat die Gimpi Wahl. Du bist das. Brust am Pfannsee. Mit dem Tod, da ist es schon so ein Schicksal. Der eine stirbt und der andere lebt. Alles Zufall. Alles Zufall, ist sowieso. Weil man nie weiß, wen das erwischt. Richtig, du kannst den einen erwischen oder den anderen. Oder alle zwei. Ja, weil man nie genau weiß, wann man stirbt. Wenn man es wissen, könnte man auch nichts machen. Ich bin tot, nicht? Naja, es kann ja genauso sein, dass der Bartel jetzt da geht und du tot wärst. Dann kann man über dich jetzt reden, dass du tot bist. Jetzt ist der Schmarrn. Der Bartel ist tot und sonst kann er nicht. Da hat er recht. Wenn es dort so viel wie daheim ist. Aber da hat die keinen Anstand in sowas. Überhaupt keinen. Wer keinen Anstand hat, der hat keinen. Genau. Jetzt ist der Bartel in so einem jungen Alter schon tot. Mein Gott. Was ist der Mensch gegen den Tod? Nix. Wenn jetzt die Reiserfrone nicht erst im siebten Monat waren, dann könnte man sagen, dass der eine stirbt und der andere kommt. Das ist wahr, das könnte man sagen, wenn die Frone schon entbunden hat. Wie es halt oft ist, gell? Früher, wenn eine Beerdigung war, da waren noch Leute da. Wie du sagst, Madarina, so ist genau so. Gerade, dass die Verwandtschaft noch kommt. Aber von einer gescheiten Trauer, da mag ich nichts sagen. Gar nichts, was keine schöne Leute gibt, halt keine mehr. Dass wenigstens einer von jedem Hof auf ein Leib von einem Bauern gibt, das gehört sich dann doch schon. Schon deswegen, weil sich das so gehört. Genau. Jetzt ist halt einmal so, wie es ist.
Nehmen Sie nicht so schwer, Christine. Mein Beileid, Grossabend. Doch im Namen von Bürgermeister soll ich dir das Beileid aussprechen. Er hat selber nicht kommen können. Dankeschön, Herr Lehrer. Bitte schön, Herr Lehrer, sitzen Sie nicht hin und essen Sie was. Ja, danke schön. Ja, sehen Sie was. Der passt da jetzt richtig daher, wo so alle schwarz sind. Ja, Herr Lehrer, wird nicht mit dem Flughafen nichts, was? Befehl von oben, oder? Wir lassen uns nichts befehlen, keine Angst. Aber wir müssen es wissen, weil wir das wissen müssen, wo wir das nächste Mal wieder weggehen können. Ja. Ich verstehe es. Ja, wir tun, was wir tun können. Naja, na, das wäre sehr nachher. Ich habe Vorstellungen. Mit der Brotfabrik, was ist denn los damit? Man hört so einiges. Beim Xara geht es halt nicht mehr recht weiter. Der Rudi, wenn den Laden einmal hinschmeißt, dann wird er aufgeben müssen. Verkaufen wollte er ja schon länger, wenigstens ein paar Hektar. Ja, und du verkaufst du nichts? Ja und nein. Ich Gut, Sie fixen! Ja, was denn das? Für mich gibt's bloß eins, Landwirtschaftsgrund. Mit dem Drum im Messel kann ich überhaupt nicht so fangen. Und wenn ich es hergebe, dann habe ich Geld, dass ich beim Gschare was kaufen kann. Oder beim Grasen. Ja, richtig ist das schon alles, aber das weißt du auch. Wenn eine Industrie da ist in einem Ort, dann ist es vorbei. Und gerade um Grillen wäre schade. Wir waren die Letzten, die eine Industrie da haben wollen. Aber was machen? Die Christine, wenn es verkauft, muss dann Thailand Industrie verkaufen. Weil wir kein Geld haben, dass wir was kaufen. Außer, wir verkaufen einen Grund, der für die Landwirtschaft nicht so gut ist. Na und? Ich bring dir einen privaten Käufer. Da habe ich meine Beziehungen. Ich regle das, dass der eine Baugenehmigung kriegt und du regelst, dass das niemand an die Industrie verkauft. Wenn das so leicht wäre. Ja. Also dein Einfluss bei den Leuten wäre denn sonst? Setz euch hin, da ist nur Platz. Wie hat es der Herr Pfarrer gesagt? Es ist schade für das Leben. Da hat der Pfarrer recht. Es ist schade für das Leben. Wenn es tot ist. Das ist ja nicht langsam. Das ist doch ungerecht. Der Depp lebt und der Paddel ist tot. Wieso, wie man ob blöd oder gescheit darauf schaut, das Schicksal nicht? Das ist ja das Blöde am Schicksal. Das legt uns doch zu mit dem Schicksal am Arsch. Ja, ja. Gegen den Hut ist der Mensch nicht, weil der Mensch gar nicht fragt. Wenn die Industrie da ist, dann können wir für nichts mehr garantieren. Bayern braucht das Land. Unsere Regierung braucht die Dorfgemeinden, damit Bayern modern werden kann. So sagt's hier, Leute. So sagt's hier. Das ist ein Brautpaar. Oh, das Brautpaar. Oh, das ist besoffenes Anschlag. Servus. Seid ihr nicht fertig? Na, wir sind ja heute zu nichts gekommen. Ich sag's, wie es ist. In keiner Zeitung kannst du mir reinschauen. Immer nacker, da werden die Weiber. Nur wenn das schön war. Furchtbar ist das. Und vom Anstand mag ich gar nichts sagen. Tja, mein. Was denken sich die um einen Anstand? Nichts. Nichts denken sich die da. Es ist halt modern. Wir mit dem Kirchen gehen. Das ist alles unsere Zeit. Kann man nichts machen. Aber was heißt nichts machen? Da frage ich dich bloß, ob solche Menschen wert sind, das Leben. Und unser einer stirbt. Tja. Nach dem Anstand richtet sich der Tod nicht. Ein Anstand ist das Mindeste, was ein Mensch braucht. Für mich macht der Herrgott da einen Fehler. So darf man nicht reden. Was wissen wir für was, was gut ist? Reden soll man so nicht dürfen. Ist denn sowas auch eine Welt, wo nicht einmal der Tod gescheit geregelt ist? Sag, ob sowas eine Welt ist. Da kannst du nichts machen. Da kannst du ja sagen und da kannst du nein sagen. Gut, Beinam. Grüß dich gut, Josef. Helfen tut alles zwar nichts. Grüß dich gut, Josef.
Grüß dich, Resi. Grüß dich, Josef. Machst du ein Bier oder ein Kaffee? Ein Bier, wenn du eins hast. Ich hab mir gedacht, schau ich noch mal vorbei, gell? Weil ich mein, das war ja ein schwerer Tag für dich. Da hab ich mir gedacht, schau ich noch mal vorbei, wenn du vielleicht was brauchst, dass wir dich wo hinfahren sollen oder so. Das ist schon recht, Josef, ich danke dir schön. Ich sag's, wie es ist. Man glaubt's nicht, was so ein Tod Arbeit macht. Die Verwandten und alles, gell? Ja, das ist wahr. Wenn einmal Zeit haben, tut man, dass man warnt, wie mein Vater gestorben ist. Da hab ich's nach 3 Tagen erst richtig gespannt, dass er nicht mehr da ist. Ja, ja, so geht's. Gut, dass man der Franz den Mähdrescher fährt, dass wenigstens die Ernte reinkommt. Nachher wird man schon sehen, wie es weitergeht. Und das macht auch der Franz gern, dass er den Mähdreschen tut. Das versteht sich doch von selber. Und wie ist es jetzt eigentlich? Hast du das schon überlegt, wie es dann weitergehen soll? Wenn ich schon gehen müssen, wie der Bartl krank war, dann muss es jetzt auch gehen. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, ich darf die Landwirtschaft aufgeben, wenn der Franz tot war. Aber Gott sei Dank, dass er lebt. So wie die Entwicklung ausschaut, wird es ja so bei vielen Bauern nicht mehr lang gehen. Mit der EWG, wenn das so weitergeht, da kommt eine saubere Konkurrenz, meine ich. Na ja, wir werden sie ja noch erleben. Mir das kann kommen, was mag. Ich bin eine Bayerin und sonst nichts. Magst du nur ein Bier? Ich reit halt gern. Das gefällt mir. Deswegen brauche ich doch noch lange nichts gehabt haben mit dem Fred. Ich mein halt grad. Bei der probiert's aber auch jeden, der ihm unter den Finger kommt. Bin ich vielleicht auch so, dass ja jeder bei mir seine Finger abputzen kann? Von dem sag ich ja nix. Weil ich so nicht bin, das musst du wissen. Wir hätten leicht noch Flitzding fahren können. Geh. Da ist doch auch nichts los. Ich hab's lieber mit dir allein. Wie spinnst du? Nicht so weit. Sei doch nicht so. Gehen wir spazieren? Dass du nur mehr an mir umeinander findest. Ich tue bloß, was du magst. Und was mag ich? Ich muss das halt sagen, was du magst. Da sage ich nichts. Weil ich da die Einstellung hab, dass er jeder selber draufkommen muss. Da bin ich aber froh, dass du mit dem Fred nichts gehabt hast. Weil das wäre mir gar nicht recht. Hast jetzt du von deinen 3 Bäumen auch schon Äpfel? Naja, vieles nicht. Also bei uns hat der Feind die Hälfte von den Äpfeln, weil sich keiner drum kümmert. Wir haben einfach keine Zeit, um uns drum zu kümmern. Ich sauf ja sowieso keinen Muss, aber der Franz mag halt auch. Ja, praktisch hat das für uns ja sowieso keinen Wert. Naja, weil wir ja gar keine Obstbauern sind. Da freilich nicht. Also der Josef sagt, mit dem Obst ist überhaupt nichts zu tun. Na, hört ihr gleich auf! Sau, Kinder, steig auf! Nichts mit dem Kuchen. Halleluja! Der ist ein Irrter, Kutschi! Ja, kannst du dir ein Beispiel nehmen an den 3 Schwarzen Reiter? Ein Bier! Wir auch noch eins. Wir brauchen am Samstag nicht arbeiten. Ich verdiene unter der Woche nur. Sogar ohne Arbeit, gell? Nix wird, sag ich da bloß, sonst nix. Wann heiraten ist eigentlich der Sigi? Ja, heiraten dann schon, wenn es Zeit ist. Da ist ja schon mindestens 3 Monate Zeit, oder? Das werden wir dann schon selber wissen. Ja, ja, wir sind ein fruchtbares Dorf. Der stinkt ja bloß, weil du an der Fruchtbarkeit nicht mehr beteiligt bist. Weil ich gar nicht mehr hinlassen. Überall wird geworfen. Ja, ja, Palmer, dann wärst du jetzt Großvater. Wir? Bring mir ein Bier. Ja, das ist die Leute bescheißen da, gell? Ja, ja, das mach ich. Dass sie den nicht schauen, das wird der Christine gerade noch abgegangen sein, dass die schon wieder. Ja, weiß es denn wenigstens, wer es war? Die da nicht, ich weiß doch überhaupt nicht, wer da für ein Frage kommt. Grüß dich, grüß dich, Kramerin. Grüß dich, Kramerin. Kann ich aufschreiben, was? Trotzdem, da, das ist schon einmal nicht drin. Bei der soll es auch wieder gescheppert haben. Ihren tut man's. Da bin ich ja gespannt, was das sich verkauft. Wie ist denn das paar Mal verkauft, sind Sie das Kind auch? Ja, du Arschloch, du Versoffen. Aber senkt aber bei der Rosi noch nichts. Trotzdem, dass sie gesagt, dass er erst heiraten möchte, wenn das Kind da ist. Aber früher hätte es sowas nicht gegeben. Na, früher? Jeder kann ein Kind verkaufen.
Der Herz aus der Palmer verkauft das Kind doch. Was das auch, du isst damit? Warum gehört's Palmer? Da sitzt die Herz zu uns, trink ein Glasl mit. Na, dazu will ich gerade noch Zeit haben, heute am Samstagnachmittag. Jetzt bist bald mit der Großmutter verheiratet, Palmer. Du machst deswegen auch nicht schlechter, verstehst? Löschzug möchten die Breitbacher heute vorstellen. Also die mit ihrer Feuerwehr, die machen da vielleicht ein Geschiss daher. Hat der wichtig sein wegen sonst nix? Mit einer Feuerwehr kann man keinen Durst löschen. Darum brauchen wir keine Feuerwehr. Bring mal eine halbe. Ja. Hört dazu, wo einer zu blöd ist, zum daneben spritzen. Hast du der Lisa den Banker gemacht? Nichts verstehen. Du Lisa, fick, 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 fick. Lieg auch noch. Wie taugt dir dann die Maschine jetzt? Geht schon. Ein bisschen teuer im Preis. Ja, weiter. Der Preis mag ich sagen. Da mag ich vom Preis gar nicht reden, also wie die Maschine beieinander ist. 200. Bei dem Schnack ist es wirklich geschenkt. Freundschaftspreis halt. Der Alfons hat mir 250 dafür gegeben. Mir 300. Wann? Gestern. Sascha, da siehst du es einmal wieder. Was der Freundschaftspreis ist, verstehst du? Bist schon wieder mit deinem Saukragen da? Hau mal ab, kurz die Fixsacker nicht. Am Arsch kostet mich lecker, verstehst du? Der Depp, der. Was hat jetzt eigentlich der Alter dazu gesagt, dass du der gegangen bist? Stinger tut er halt, das ist logisch. Aber weißt du, vielleicht ich mach den seinen Deppen, damit ihr saufen kann? Scheiß Luft, verstehst du? Was für mich wichtig ist, das ist ein Beruf, oder? Was der Depp bringt, das ist zu Hause aus. Das ist zu Hause aus. Ein Lehrvertrag und trotzdem 24 in der Stunde. Sag, ob das nicht gut ist. Schwarz freilich, kriegt das am scheiß Gesetz, hat er gesagt. Aber das ist mir wurscht. Geld ist Geld. Ich krieg jetzt ab 1.65. Hat er mir gehen müssen. Das alte Anspruch vor dem Chef. Ultimatum, verstehst du? Da bin ich nämlich brutal bei sowas. Ja, da bin ich nämlich gleich weg vom Fenster. Da geh ich nix. Als Ausgelernter ist das freilich gut. Als Ausgelernter. Aber für mich ist das auf alle Fälle besser so. Und Bodenlänger ist gut. Da geht ein Geld her. Da ist was für später. Mit der Trompete ist auch nichts verdient. Saukarbenverrückter! Überhaupt, der Papp möchte jetzt den Grund verkaufen. Wen verkauft er denn? Der Bruder Josef darf sich interessieren dafür. Mir war es recht so. Und der Alter kann sich da aushaufen. Von mir aus, wie er meint. Du, weißt schon das Neueste? Was? Die Lisa wirft wieder. Und da hab ich auch schon was gehört. Wenn's meint. Überall wird geworfen. Das darf man sagen, weil es wahr ist. Am Siege stinkt er jetzt eigentlich auch schon. Also ich bin nicht so blöd, dass ich bei einer aufbaue. Weil bei mir, wenn einer nicht selber aufpasst, dann ist bei mir gar nichts drin. Weiberzeug. Die ist aber nämlich gerade noch abgeverstehst. Du, hast du jetzt eigentlich eine Feste? Ja, so ungefähr. Flitzing drin. Süß was bei einer Versicherung. Passt mir eigentlich ganz gut zusammen. Was eine ist, das ist doch wurscht. Wie eine im Bett ist, das ist wichtig. Ja, schon wichtig. Ja, das Wichtigste vielleicht. Sowieso. Wo ist der Schmied? Im Haus? Glaubst du, dass der Sigi selber aufgebaut hat? Ich meine, der hat sich von dem aushelfen verlassen. Meinst du, dass Drossi mit dem hat? Logisch. Meinst du, der hat ihr ein Märchen vorgelesen? Das Beste ist für einen Gsaffer, wenn er seinen Grund verkauft, jetzt wo der Rudi weggeht. Lieber jetzt verkaufen, wie ihn ein paar Jahre versoffen haben. Ja, der Josef hat so gleich so. Der Josef ist jetzt scharf drauf, weil die Christine nichts hergibt. Bei der Christine, da sieht man, was eine Bayerin ist. Da sieht man es bei der. Noch einmal. Ja. Und für die Bauernarbeit, da ist ja sogar die Lisa gut. Nur wohl, dass es eine Ruhe ist. Man möchte nicht glauben, dass es so weit kommen kann, dass man so eine wie die braucht. Noch was? Nichts mehr. Ich sag, die spekuliert auf den Hof, das sag ich. Mein Mann sagt immer, das Beste wäre doch, wenn die Hure den Deppen heiraten würde. Du liebe Zeit. Frau Dach, was denn auskommen? Meinst du? Ja, ich meine, der bringt doch überhaupt nichts mehr zusammen, oder? Das ist oft nicht so. Und überhaupt, die kriegt auch sowas. Ja, ohne dass der Depp was herbringt. Vom Heiligen Geist, weißt du? Die heilige Lisa von Grimmen. Mit der werden wir noch berühmt. Ja,
im Wallfahrtsort. Es ist ein Kreuz, dass anständige Leute so eine brauchen. Weil so eine gehört da eigentlich überhaupt nicht her. 6,41 Mark. Geh, Grammerin, gib mir noch 2 Pfund Brot. Ja. Also jetzt misch schon endlich. Ja, wir wissen jetzt auch, ob das langweiliger immer geht. Aber ehrlich. Geh weiter, sie schmeißen muss ich nicht. Scheiß auf den Musik. Was magst du denn her? Schöne Maid. Scheiß schöne Maid. Scheiß langweilig, Scheiß kauf, Scheiß langweilig. Scheiß du auf das Kauf. Scheißweilig. Das ist gut. Scheißweilig, langscheißig. Schwangschleißiger Scheißkopf. Das ist auch gut. Schwangschleißiges, langschmeißiger Schweißkopf. Nutze fix, das ist gut. Wir müssen sie doch. Was? Wir müssen, wir zahlen noch was wir müssen. Ja, wir ist echt voll natürlich zu sein. Wir sind da angespannt, wir sind da. Sind Feuerwehrleute schon da gewesen? Feuer kann die Feuerwehrleute. Das Ding ist schon da sein. Geht bei uns sowieso nichts zusammen. Mit was geht nichts zusammen? Mit nichts. Feuerwehr, Tür hast du. Sakramente! Halt, 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 wisst ihr, was mich interessiert? Also, ob der Simon schon mal was mit einem Weib gehabt hat? Das darf mich interessieren. Geht der doch nicht. Die Haus eingelassen sind nicht hier. Jeden anderen schon, aber den nicht. Das war er gar nicht. Schwammasch! Saftlein, weil jetzt ist mir was eingefallen. Also, Prost auf den edlen Spender. Und? Dann meinst du, dass wir die nicht dazu früher könnten, dass sie nie lassen? Ja, gut, sie fixst du mir. Das war er gar nicht, oder? Die lasst sie aber nicht zu mir. Da wirst du es halt ausdrücken. Wichsen wir es halt aus. Hallo Simon, los, auf einmal. Alles gut, Simon, ne? Das ist recht. Wie ist das eigentlich mit dir? Hast du nicht mehr mit einer? Ach, ich weiß doch gar nicht, was das ist. Meinst du, dass ich überhaupt so gut? Vielleicht ist irgendwo keiner gewachsen. Das war eine einmalige Schau. Weißt du was, Simon? Wir lassen dich zu. Ja, wo ist Simon? Magst du? Dann rührt sich wenigstens mal was. Ob es halt am Simon auch was rührt, das ist die Frage. Probieren wir es halt einmal. Also, auf geht's, packen wir's. Jetzt pass auf, Simon. Leisiges Paradies. Oh, jawohl! Was haben denn die wieder für Lumperei vor? Nur für dich da, oh bitte, oh, jawohl! Hey, was ist mit euch? Bleibt hier nicht da, wir führen das neue Fahrzeug vor. Wir brauchen kein Fahrzeug zum Löschen. Verstehst du? Oh, aber Herrschaft, Bert, jetzt geht's halt ein bisschen mit einer. Weißt du was, Herr Kommandant? Wir haben jetzt überhaupt keine Zeit, Herr Kommandant. Wir haben momentan was Besseres vor, Herr Kommandant. Geh, Herr Kommandant, diese Scheiße, Herr Kommandant, den dir jeder pariert. Du wirst erst nämlich schauen, dass der Simon zu was Kinder hat, oder? Scheiß auf meine Feuerwehr, Herr Kommandant. Ja, wie man noch so blöd sein kann. Wir haben noch kein Hirn. Wir haben noch keine Interesse. Das sind ein Psufer. Für mich hat der Reimann Herzfehler gehabt. Normalerweise schenkt einer nicht Hof und Grund und alles der Kirche. Tja, ja. Der Glauben ist heutzutage daher. Ja, jetzt möchte der Pfarrer Heller ein Jugendzentrum machen. Im Reimer sein Hof. Mit dem Harrer miteinander. Wie wenn die Jungen da Interesse hätten. Wir haben früher kein Jugendzentrum gehabt. Ja, weil das modern ist. Der Oswald, er sagt sogar, dass es ein Fehler ist, dass wir einen Glauben haben. Er selber hat keinen Glauben. Und wenn er stirbt? Das ist ja ihm wurscht, sagt er. Weil einer, wenn er stirbt, nicht einmal die Beerdigung umsonst kriegt. Was eine Arbeit macht, kostet Geld, das ist überall so. Wenn man hört, was der Oswald sagt, dann kann man direkt den Glauben verlieren. Darf man halt nicht drüber nachdenken, dann verliert man den Glauben nicht. Das ist auch wahr. Ohne Glauben geht's bei uns nicht. Wenn man in die Kirche gehen muss, weil sie das gehört. Dafür haben wir einen Pfarrer. Was ich fragen wollte. Was? Ich meine nur, weil die Leute halt drüber reden. Also es heißt, Lisa kriegt wieder was, was glänzt. Wer sagt da was? Wissen möchte ich, wer da was sagt. Aber fast alle sagen's. Wunder was ja keins. Kann ja nichts da reinreden.
Also für mich tut sie ihre Arbeit. Und dafür kriegt sie Essen und Geld. Das zählt für mich. Ja, Arbeit, der andere am Ort da. Aber wegen dem darf man noch lange nicht tun, was man mag. Und der Sauerei erst recht nicht. Das ist halt arme Teufel. Keine Leute mehr und nix. Dann muss er sie erst recht aufführen wie normale Leute auch. Darf's nicht jeden hinlassen. Dann war's nicht so ein Gaudi. Ich muss behalten. Wer darf denn die Arbeit machen? Den Leuten passt aber das Theater nicht, was jeden Tag auf deinem Hof ist. Alle sagen, dass es eine Hure ist. Und so eine braucht man nicht in einem anständigen Dorf. Die Leute, die wo reden, die machen mir die Arbeit nicht. Wenn ich sie brauche, dann brauche ich sie. Wenn Simon dann da kann ich den Hof nicht machen. Also ich, wenn du weißt, ich darf mir ein schönes Leben machen. Ich darf den Grund verkaufen und aus. Der Franz sagt es auch, wenn du verkaufst, kannst du ein schönes Leben machen. Und der Simon hat auch mal seine Sicherheit mit dem Geld. Solange wir ich da bin, wird nichts verkauft. Das ist ein Bauernhof und das bleibt der Bauernhof, da wird nichts verkauft. Du bist schon so stur. Weißt du, was die Leute da sagen? Die sagen, dass es das Beste ist, wenn der Simon und Lisa heiraten. Der spinnt ja schon ganz. Ja, dann ist wenigstens ein Anstand da und eine Ordnung. Jetzt sind wir ein gibt's Paradies. Auf und da komm. Verzeih. Gib mal halt den Kiem halt. Alles. Da? Ich bin's, der Bernd. Komm runter, komm. Jetzt doch nicht. Die Bayern ist da noch auf. Sei halt dann leise, dann hört's es nicht. Komm. Ja, ich komm. Gut. Raus, Kind. Was? Wo bleibt drin? Gleich ist soweit. Das hören Sie nicht sehen. Ist ja keiner da. Bist du drin? Hey, pass auf Seiten dir auf. Jetzt war groß, jetzt bist du im Paradies. Meine, ich saug auf! Raus noch halt hier. Von wo denn ist er drin, Simmel? Schau mir, findest du schon? Auf und nieder immer wieder. Auf, Sirus, da wo die Haare rum sind, da geht er rein. Geh weiter, Lisa, aber du wirst schon einmal hinlassen. Komm her! Der hat doch bloß im Weg um, was leicht nur eine Kuh hinstellt. Was meinst du, Lisa? Was fragst du da mich? Was geht denn das mir an? Ich bin nicht Bayerin. Leicht gebe ich den anderen. Dir nicht. Als du ein Lump bist. Frag einen anderen, was er zahlt. Ich gehe garantiert drüber.
nix, da bin ich stur. Wenn du so stur bist, dann wirst du sehen, was du hinkommst mit deiner Wirtschaft. Überleg dir das mit dem Anderl. Der Anderl hat meine Preise noch nie halten können, das weißt du. Liegst du, wenn du das Maul aufmachst? Ja, dann geh wieder. Überleg das. Lump. Der Anderl ist nur für gerissener Lump. Wenn die Lisa mal feuerig ist, dann kann man gleich bei euch wieder ein Geschäft machen. Fürst euch. Jetzt zeigst du was an. Der wird immer unverschämter. Also, sag's bei Uli ein. Bauern und Siedler, alle, morgen um 8 Uhr Ortsversammlung. Sagst, dass es um Feuerwehr geht und um Brotfabrik. Ob wir Grund verkaufen und überhaupt? Feuerwehr und Brotfabrik, jawohl. Freitag beim Fahrer, beim Lehrer für die Selbung. Ja, dann geht's. Du, ich hab's nicht, ja? Findest du es? Mein, beim Pfarrer geht's auch anrufen, weil, verstehst, wegen dem Grab bin ich mit dem übers Kreuz, verstehst? Ach, du mit deinem Leben begraben, also gut, ich ruf noch und das Geld ins Korb. Warte, in einer Viertelstunde sind Sie in der Stadt. Schauen Sie, wenn Sie im Grünwald wohnen, brauchen Sie ja genauso lang. Also wohne ich doch lieber auf dem Land und hab frische Luft. Ach, so gut riecht sie auch wieder nicht. Ja, super, Herr Ronald. Grüß Sie Gott. Bitte du ein bisschen heraus, ne? Ja, lang wirst du so schön es geht, gell? Wird nicht mehr lang so schön sein. Na, kalt wird's schon. Ja, das ist wahr, das kann man sagen, kalt wird's schon, ja. Dann gefällt's Ihnen schon da bei uns, gell? Freilich, wenn man die ganze Woche in der Stadt wohnt, dann ist das schon eine Erholung. Ja, eine Erholung, die braucht der Mensch. Wir haben das ganze Jahr eine Erholung, gell? Ich kann mich schon bald nichts mehr fragen. Fragen traue ich mich schon bald nichts mehr. Von mir aus fragst du, wie du es machst, wenn du schon meinst, dass du fragen musst. Weil die Leute reden. Mir ist das wurscht, was sie reden. Aber weißt du, was sie reden? Ich mach meine Arbeit. Da sag ich ja nichts. Aber seit der Battle nicht mehr da ist, wird es immer schlimmer mit den Mannsbüdern. Vorgestern das Theater. Da war ich nicht schuld. Das ist nur, weil du dich mit jedem einlässt. Da hast du vielleicht nie was mit welchen gehabt. Nur mit dem Bauer. Erst, wenn wir verheiratet waren. Das ist ganz was anderes. Weil es sich da nämlich gehört. Dann, wie der Simon da war, da haben wir nichts mehr gehabt. Aber jetzt hier halt altmodisch, Schwarz. Ach, und neumodisch ist, dass man mit jedem gleich was anfängt, der wo daherläuft. Dass man die Kinder an Arme verkauft, wenn man keinen Vater dafür auftritt. Das ist neumodisch, oder wie? Ich hab's nicht verkauft. Hergeben hast du's. Und der Geld hast du dafür gekriegt. Ist das was anderes? Geschmarrn. Früher hätte sowas nicht gegeben. Jetzt hat gar keine Nummer. Da hat man sich draufgelegt in der Nacht. Und am Doktor war es wurscht. Der hat was gekriegt und aus. Das ist nicht wahr. Früher ist es anständig zugegangen. Es haben nur mehrere gestorben, die Mittel nicht so gut waren. Ja, das ist vielleicht da abhalten sollen, hä? Da, wo es keiner mögen hat. Und überhaupt sind das meine Kinder gewesen. Es geht überhaupt niemand nichts so. Aber dein Herrgott, den hören wir doch mit deinem christlichen Schmarrn aus. Wo ist denn der Herrgott? Wenn der Herrgott sich was einmal scheißen tät, dann hätte der Bartel nicht in dem Alter sterben brauchen. Ah, Herrgott, der pfeift ein was. Red nicht so daher. Ich red, wie ich mag. Kannst du dir nicht schämen. Sogar wenn niemand da ist, dass du daher redst. Ich möchte jetzt wissen, ob es wahr ist. Die Leute sagen, dass du wieder was kriegst. Ja und? Weißt, wer es war? Ich brauch keinen. Na. Krieg mal sie! Ich hab die Schande um den Dreck und alles. Wann geht es halt wieder her? Aus?
Von mir aus brauchst du es nicht herzugeben. Und mehr oder weniger, das ist mir wurscht. Dass du mir es noch ewig vorhalten kannst, das kenne ich. Das ist ja bloß wegen den Leid. Am liebsten bin ich wegziehen. In die Stadt. Ich könnte in der Fabrik arbeiten. Brauch die du da? Soll ich denn machen? Was weißt du auch nicht, was richtig ist? Frockenfahrer. Mir ist alles recht. Kann man es nicht mehr aussuchen. Aber verkaufen tue ich nicht. Ruhe! Ruhe! Seid halt einmal ruhig! Ruhe! Seid halt einmal ruhig! Hey! Aber schreist jetzt du wieder! Ruhe! 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 Also, wir haben heute eine Ortsversammlung einsagen lassen, die wo ich hiermit eröffne. Aus Breitbach sind der Herr Pfarrer Hell und der Herr Lehrer Harrer da. Die ich auf das Herzlichste begrüße. Finato! Jawohl, der Martin als Feuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Breitbach ist auch da. Welche Maß gibt er noch draußen? Na also Martin, was ist jetzt mit dem Bier? Ja, wir ziehen Wasser aufs Erste. Ist das Bier jetzt kriegen? Kommt schon! Dann können wir weitermachen. Also. Unser erster Punkt ist der Verkauf von Grundstücken an die Industrie. Moment. Ihr wisst alle, dass seit ein paar Monaten Makler von einer Brotfabrik umeinander fahren, weil sie einen Grund verkaufen wollen an die Brotfabrik. Wir brauchen keine Brotfabrik. Wir brauchen überhaupt keine Fabrik. Die macht bloß einen Dreck, sonst nichts. Wir nicht. Ja, haben jetzt wir euch hier hergeholt oder seid ihr von selber gekommen? Ja, vom Dreck und auch unser Bauer daher. Und der Bauernhof macht keinen Dreck, oder? Was wächst denn mit dem Mesmer? Ja, halt doch, du bist ein Schmoller. Ruhe, 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 seid heute mal ruhig. Lasst mich heute mal ausreden zuerst. Also, die Breitbacher, das ja, wisst ihr. Der Reidekämmer hat schon langsam am Arsch gelegt. Aber ehrlich. Ja, aber halt noch mal, kannst du nicht einmal ruhig sein? Die Breitbacher, das wisst ihr alle, die haben gemeinsam und einstimmig beschlossen, dass kein Grund an die Industrie verkauft wird. Was gängen uns die Breitbacher um? Lass mich doch einmal ausreden, Palmer. Also ich, wenn ihr mich fragt, ich sag, wir sollten dem Beispiel folgen. Ich folge keinem Beispiel, ich folge einem Drang. Weil, ich mein, wenn wir einen Grund an Leute aus der Stadt verkaufen, die wo sie Wochenendhäusl oder sowas hinstellen, das macht uns nichts. Und helfen tut uns auch nichts. Warum sollen sich bloß die Südbayern am fremden Verkehr deppert verdienen? Von mir ist eine Scheißhaus von München. Ja, richtig. Ja, das ist doch wahr. Ja, ja. Jeder will seinen Dreck ablaufen. Kehranlagen, Flughafen, Fabriken, ja. Den ganzen Dreck. Das muss einmal gesagt werden. Ja, wenn ich eure Barei fährt, dann kriegt ihr im Friedenverkehr nicht hier, ihr Fegel. Ruhe! 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 Seid halt ruhig! Jetzt haben wir einen Industriehaut da haben, dann sind wir gut dürfen. Jawohl, genau das ist das Problem. Euch geht's doch bloß darum, dass die Schwarzen ihre Stimme zusammenkriegen. Weil ihr genau wisst, dass wir arbeiten. Ich will's aber schon ganz mal. Heute im Mai. Ihr wisst, sorry, ganz genau, dass wir uns gar nichts wissen. Wir haben uns immer dafür eingesetzt, dass auch die Arbeiter in die Dorfgemeinschaft eingeklickt werden. Da brauchen wir auch die Arbeiter übrig. Und überhaupt zur Industrie, weil für die Bauern los wird. Mann! Dein Vater. Da sind wir wieder dick drin. Wieso nicht gut, wenn er nicht regelt? Ein Kommunist halt. Verkauft nur einen Grund an die Industrie, wenn dann was. Halt! Wenn ich mal was sagen darf, die jungen Leute gehen jetzt weg. Ich glaube aber, dass eine solche Ortsversammlung gerade die jungen Leute was angeht. Alter, bleibst doch da, komm, setz dich nicht. Also, ich wollte noch eins sagen. Du brauchst uns gar keine Märchen erzählen. Wir möchten wissen, was unsere Politiker für uns tun. Da haben Sie vielleicht nichts davon, wenn es bei uns anständig und sauber zugeht. Ja, ist es der Fabrik vielleicht was Unanständiges. Ruhe! Ich hab geredet und ich hab recht drauf, dass ich weiterreden darf, gell? Also. Ich hab das drum im Mesel, wo ich für die Landwirtschaft nichts anfangen kann. Das wollte ich verkaufen, dass ich für das Geld einen guten Grund habe für die Landwirtschaft. Ne? Ihr wisst alle, dass die von der Brotfabrik ein paar Mal bei mir waren. Ja. Und nicht bloß die.
ich hab nicht verkauft. Obwohl, dass ich gute Angebote gehabt habe. Sehr gute Angebote. Der Lehrer Ara hat mir einen Doktor aus der Stadt, hat er mir, und der kauft den Grund für einen Reitsteuer oder so. Was haben die mir davor? Die Leute, die aus der Stadt zu uns rausziehen, die wollen ihre Ruhe haben, sonst nichts. Und da haben wir alle was davon. Ich meine, das Problem, ob eine Industrie oder nicht, das ist ja nicht nur eine Frage des Arbeitsplatzes. Nehmen wir zum Beispiel die Luftverschmutzung, die so eine Industrie zwangsläufig mit sich bringt. Er schafft ja derzeit gerade so, wie wenn ein oder zwei Industriebetriebe gleich die Hölle wären. Wenn einer erst da ist, dann hört sie nicht mehr auf. Ja, ich kann das gut verstehen, dass die Arbeiter am liebsten die Fabrik vor der Tür haben wollen. Ja, wollen gar nichts. Von einer Industrie profitieren wir doch alle, nicht nur die Arbeiter. Ja, was sollen wir denn da bloß profitieren? Nix. Du bist doch hier alles so blöd. Du kapierst ja gar nichts. Merkst du das nicht, dass die nur ihre Stimmen brauchen? Ich mag Hauptbeeindruck, Flughafen. Nicht dasselbe. Ja, weißt du vielleicht, dass du gegen die Großkopfen in München ausrichten oder was? Palmer, jetzt hörst du mal auf, gell? Lass den Lehrer Haare ausreden. Also was die Arbeiter, also was die da für Vorwürfe vorbringen, das ist überhaupt nicht stichhaltig. Das wisst ihr alle. Aber auf den Flughafen komme ich später noch. Zunächst möchte ich von dem reden, was der Josef Huber schon angefangen hat. Weil man muss immer daran denken, dass Grinning in erster Linie ein Bauerndorf ist. Jawohl! Und das, Freunde, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Überall werden jetzt rücksichtslos Dörfer umfunktioniert. So heißt es doch heutzutage. Aus alten, schönen Bauerndörfern werden trostlose Siedlungen mit Supermärkten und Hotels gemacht. Und was ist mit dem Bauern? Den will man zwingen, dass er seinen Hof, den er, den seine Familie seit Generationen bewirtschaftet, dass er den aufgibt. Ja, Kolchosen wollen die. Richtig, aber wir in Bayern, wir haben eine Regierung, die sich diesem modernen Trend nicht anschließt. Wir wollen den Bauern Bauer sein lassen. Arbeiter wollen sie verkaufen. Sakrament, kommt sie Zucker ausreden lassen. Wir haben das Motto Bayern modern. Bayern modern. Den haben wir schon nur einen Fortschritt. Und wo? So frage ich euch, meine Freunde, wo in Deutschland darf der Bauer noch Bauer sein? Wo, Freunde? Und wenn der Bauer aber trotzdem aufgeben muss? Also, da wisst ihr ja nichts. Aber wenn er Industriearbeiter, dann kann der Nebenerwerbsbauer immer noch in der Industrie arbeiten. Ja, das kann er in München auch. Mann, ja, schau mal, dass er auf den Hof noch was zusammenbringt. Also der Auspuff ist ganz neu. An dem Schlag fällt sich nichts. Also einwandfrei, da fällt sich nichts. Da, Nebelscheinwerfer, Suchscheinwerfer, alles da. Und was ist noch mit dem Radio? Das nehme ich mit. Ah, da hörst du beim VW sowieso nichts. Gar nichts. Wie viel verlangst du denn dafür? 1600. 1500 haben wir gesagt. Ah, von mir aus. Zahl ihm halt einen 100er drauf, damit er seinen Ableger finanzieren kann, der Kinderpapa. Das stinkt ja gerade, weil du selber nichts zusammenbringst. Da, schau, Zigaretten und Kinder lauter. Bei dir ist ja auch noch kein Beweis da. Wie meinst du jetzt das? Ja, dass du vielleicht auch noch Käufer haben kannst. Ein Reitlehrer. Ich spinn's ja ganz schön. Also, was ist jetzt 1600 Jahre oder nein? 1500 und kein Mark mehr. Du, wie ist jetzt das? Hat er der Freck geholfen oder nicht? Jetzt legst du mich doch am Arsch. 1500. Jetzt stinkt der Herr. Das ist schon alles richtig so. Mit der Industrie direkt am Ort, da hätte ich dir keine Freude. Das ist doch logisch. Die paar Leute aus der Stadt, die passen her, die bauen aber nicht die Häuser. Pferde kommen mit aufs Dorf, ist das nix? Lieber Risse wie Fabrik und Baracken, Gastarbeiter, du weißt der Teufel, was noch ist. Eben, das ist es. Bürgerinitiative. Was soll denn die da reißen? Nix. Für die oben steht das schon lang fest, der Flughafen kommt her. Meinst du wirklich, ja? Logisch, gibt ja her. Mir ist ja recht. Dann sehen die Bauern wenigstens, was ihre Mini-Politiker wert sind. Ein Trick. Du und der da. Ihr passt zusammen. Alle zwei Kommunisten. Ach, so, ich meine, wir machen weiter. Also, Ruhe! Schau, ich hock dich hin. Zeit. Unser zweites Thema ist die Feuerwehr. Weil, ob wir einen Löschzug machen oder nicht. Heisler, was ist? Ich wollte was sagen. Nämlich, ich wollte nur sagen, dass das Bierhaus ist. Und, verstehst du, über die Feuerwehr
Verstehst du mich schon? Ich hör dich so gut. Ich kann mir halt ein bisschen reinlösen, wie man da lischen kann. Also, 10 Mass aus der Ortskasse. Oh, okay. 10 Mass von mir. Martin ist als Kommandant von die Breitbacher da und soll sagen, was er meint. Da gibt's nicht Zeit zum Sagen. Ein Lichtzug für die Gemeinde, das ist zu wenig. Da ist keine Sicherheit mehr da. Und weil ihr ja schon einmal eine Feuerwehr gehabt habt, dann könnt ihr auch doch leicht wieder eine machen. Jawohl. Nix. Sechs Uniformen. Sie sagt immer, sage, eine Feuerwehr ist eine Angelegenheit von der Jugend. Jawohl. Und die muss einen Trupp machen. Ja, genau, da waren nur beim Militär. Dann, da genau. Muss eine Pflicht gemacht werden. Wenn's denn Zeit. Feuerwehr ist heute noch freiwillig. Obwohl, dass ich auch dafür bin, dass die Jugend einmal sagt, dass sie was für was übrig hat. Na, wo nichts zusammengeht, geht nichts zusammen. Weil wir keine Feuerwehr brauchen. So, glaube ich, können wir nicht weiter. Die ganze Gemeinde Breitbach, nicht nur der Ort Grinning, wächst ständig. Das heißt, dass die Feuerwehr heute vor ganz anderen Aufgaben steht wie früher. Ich schlage also vor, ihr lasst Zettel von Haus zu Haus gehen, wo sich ein jeder eintragen kann, der wo in die freiwillige Feuerwehr eintreten will. Sehr richtig. Na? Ihr Vorschlag ist gut, Marie. Hat wer einen anderen Vorschlag? Nein, Vorschlag angenommen. Geht weiter, da tragt sich ja doch keiner rein. Da wir keine Feuerwehr brauchen. Eine Feuerwehr ist im grünen Türhaus nur da. Jetzt muss ich fix Sakrament hier rauf, sage ich. Jetzt hat der Herr Pfarrer Hell noch ein Anliegen, obwohl die Jugend ist ja nicht mehr da. Aber wir könnten trotzdem noch eine kleine Pause über das Jugendzentrum in Breitbach reden. Du, Herr Pfarrer, habt ihr bei euch drüben kein übriges Grab? Haut doch du mit deinem Graber! Da musst du schon mit eurem Pfarrer reden. Also nimmst du jetzt die Kurve hier auf, Andal. Andal hat da meine Preise noch nie heute. Wie ist jetzt das, Frau Palmer? Geht der Mann überhaupt nicht mehr in die Kirche? Kommunisten gehen ja nicht in die Kirche, gell? Ins Land, wenn einer geht. Ja, so, das habe ich gar nicht mehr gedacht. Was ist, wart's da auf Rosi? Ja, grüß Gott. Grüß Gott. Stimmt ja, der Palmer ist ja Kommunist. Das ist ja überhaupt nicht wahr. Muss ja komisch sein mit einem Kommunisten verheiratet. Ja, was soll der jetzt? Ich scheiß gleich hier in den Wasser. Das Junge ist selber ja nicht. Ich gern, dass die Sache jetzt mal in Ordnung geht. War der von der Brotfabrik schon wieder da? Nein, der Vater hat ihm gesagt, dass nichts geht. Von mir kriegt er auch nichts. Übrigens, auch ein Grund im Messel, der neben meinem. Da hat sich der Doktor interessieren, weißt schon? Der da einen Reitstall bauen möchte. Der Lehrer Harabirk ist schon hin, dass er eine Baugenehmigung kriegt. Das müssen wir schon mal ausführen. Sushi predigt der Breitenbacher Pfarrer nie. Nein. Habt ihr es schon gehört? Was? Nein. Dem Wiesner Fritz von Breitbach, dem ist seine Frau mit einem Italiener durchgegangen. Ach, sag ehrlich, wer sagt's? Und der Franz hat's gehört, beim Wirt in Breitbach haben sie es erzählt. Ja, verrät, da habe ich ja noch gar nichts gehört davon. Obwohl, das ist uns alles gleich her. Mit einem Italiener? Ja, steht davor. Ja, wenn er der Fritz so sich hat heiraten müssen. Liebe, Martha, Liebe. Ja, meine Liebe, mit der Liebe kommt man zu nichts. Überhaupt zu nichts. Grüß dich, gut, Grasse Bayerin. Wann kommt's denn eigentlich? Im April? Ja, ja. Bei den Katzen sind die im Frühjahr die Besseren, gell? Auf der Teil. Für die Nase, Bayerin. Mein Gott, so leicht geht es. Heirat an Deppen und wird Bayerin. Also ich mehr, wie kann Deppen verheiratet sein? Bei der ist das der Wurst. Servus, großer Bayerin. Servus. Wie ist es das mit der? Was soll denn sein? Ich meine, geschäftlich und so geht da noch was. Immer und ewig. Schon von Haus aus. Ja. Da gebe ich jetzt auch nicht drüber. Die Rose ist auch froh. Mit der Bauern aber hat sie so was ich brauche und das also ich muss sagen, ich komme gut mit dir aus. Ich habe schon gesagt, wenn das Kind da ist, dann sollte doch ruhig weiter arbeiten. Ich kann ja dann aufpassen drauf. Wie beim Kind, da die auch nicht aufhören mit dem Arbeiten. Ja, da darf sich meine Mutter schon drum kümmern. Beweise, wo ich mal sehen. Okay. Wann heiratest du dann hier? Wenn wir ein Geld haben. Wenn wir sich nichts leisten, kann ich ja auch nichts. Wird? Hier? Das ist das Mindeste, sonst braucht man gar nicht heiraten. Das ist der Sommer, bald vorbei und kein Grab habe ich immer noch. So viel brauchst du ein Grab, du Depp. Du schmeißt dich halt einen Misthaufen heim. Ja, wenn es dabei noch einen Misthaufen gibt. Bei uns schon, bei mir. Wir sind ja im Bauerndorf, sonst nichts. Du musst ja gerade so daher, den du stehst. Du, das Ding als Privatier.
Wer ist jetzt das? Fangst du mit Weiber wieder mal so als Privatier? Du bist ein bisschen zu spät dran gesagt. Vor 20 Jahren hast du privatisiert. Wie schon, jetzt fangst du an. Was gleich geschaut hast du nicht jetzt. Der Bauern wird der jetzt kannst du deine Schönheit nur noch ins Bier reinhängen. Nur deswegen, weil ich in Familie bin. Katholisch allein langt nicht. Ja, da hat er noch mal heiraten müssen. Meinst du, dass du da bist? Ein Hof musst du da haben. Ja, wie der Simon. Ja, wenn der Puff aufgemacht hätte, hätte ich heute auch Hüter. Der Puffer auf Freimorgen. Ja, Puff, Puff, Puff. Das ist wert, kann ich anschreiben lassen. Das sagst du noch, hast du schon mal nicht kennen. Ja, frag bloß, was man halt fragt. Was ist denn, gibt's jetzt da schon hin mit deiner Rente, mit dem Biermanni? Der bringt dem Vater was übrig bleibt. Der will sein so. Scheiß Jugendzentrum, der kommt da am Arsch. Ich will ja noch den Jugendzentrum, wo ich noch mal ein Bier gibt. Am Jugendzentrum ist Tschüss. Logisch. Kommen wir jetzt nach Schwabing oder nicht? Also gut, fahren wir nach Schwabing, hä? Ja, ist recht. Gut. Aber den vom Wiesler Fritz war schon auch ein Mistkrieg, das muss man sagen. Mit dem Italiener, wie einer überhaupt so weit kommen kann. Stell dir vor. Ich werde mit deinem Scheißband selber fahren. Genau, bist du mit von deinem Scheißband.